Woher weißt du, Goofy, denn das? Oder das denn? Ich weiß nicht, merkst man nie, oder fünf Sätze, also fünf Wörter in einem Satz. Das Ende von Leroy, willst nicht mehr wissen. Der Jutenherz, auch ein bisschen spät, oder ein bisschen spät, vor 6 Minuten. Gerade noch so, dass es dieses Jahr kommt, aber das ist Teil 1 von 2, meine Freunde. Das war mal Zeit, wa? Freunde, ich hatte euch gefragt, ob ihr ein ausführliches Antwortvideo auf das Statement von... Das weiß ich, weil ich ein Insider bin, ja? Insider, so wie diese Nachrichten. Mann, der es jetzt nicht mehr wissen will, haben wollt. Auf über 100 Leute, die ja sagten, kam vielleicht eine Person mit Nein. Das habt ihr jetzt davon. Ich konnte zu so vielen Sachen endlos viel sagen und umso mehr ich gesabbelt habe, desto tiefer bin ich in den Hasenbau geplumpst und es wurde einfach immer mehr und mehr. Ich mag ausführlich für mich persönlich auch lieber als schnell, schnell hingerotzt. Jetzt habe ich aber eine, je nachdem wie ihr das seht, gute oder schlechte Nachricht für euch. Seht euch die Länge meines Videos hier an. Das behandelt 17 Minuten seines Statements. 17! Und jetzt schaut euch nochmal die Länge seines Videos an. Ich wollte es eigentlich... Ja, stimmt! Oh mein Gott! ...unbedingt vermeiden, einen Zweiteiler daraus zu machen. Aber es blieb mir einfach nichts anderes mehr übrig. Die Begründung dafür, die ich denke ziemlich nachvollziehbar ist, habe ich in die Kommentare geschrieben, damit ich nicht so lange am Anfang des Videos rumblubbern muss. Okay, blubber mal nicht herum. Werbung, die ersten 100 Personen inkogni, okay. Falls ihr euch das durchlesen wollt, jetzt auf Pause drücken. Und zu spät. Da findet ihr auch generell noch ein paar andere Infos zum Video hier. TLDR-Version, es ist ganz nach Murphys Gesetz alles schiefgegangen, was irgendwie nur schief gehen konnte und... Diese vermaledeiten Deadlines. Mir ist sogar noch der Cutter abgesprungen, den ich mir extra... Der Adrian, wir haben 26 erst. Und das ist der Grund, warum ich keinen Cutter haben möchte. Never ever. Ich könnte mich niemals auf andere Leute verlassen. Hier vorangeholt habe, weil ich sonst einfach nicht schaffen würde. Also nicht, weil ich misstrauisch bin oder sowas, sondern weil es einfach nicht geht, dass jemand fehlt. Und damit willkommen zu meinem Statement, zum Statement von Leroy Wills nicht mehr wissen. Dieses Bewegtbildmachwerk ist in Kapitel aufgeteilt. Fühlt euch also frei Passagen, an denen ihr kein Interesse habt, via Videobasis. Dankeschön. Wir beginnen das Video mit einer Entschuldigung. Boah. Ich schulde Leroy nämlich tatsächlich einem. Falls ihr denkt, dass ich jetzt einknicke, nein, ganz und gar nicht. Rein inhaltlich stehe ich zu meiner Kritik und ich werde so gut es geht erklären, warum. Wenn ich allerdings mittlerweile etwas anders sehe oder ein Punkt komplett bereinigt wurde, hört ihr das an der entsprechenden Stelle in diesem Video. Ich werde nämlich möglichst transparent auf alles eingehen und auch die Dinge hervorheben, die ich an dem Statement als positiv wahrgenommen habe. Ebenso thematisiere ich aber selbstverständlich, was ich nicht so knöfte fand. Knöfte? Wofür ich mich bei dir, Leroy, ich komme nach Weimar und schlag dir ins Gesicht, ausdrücklich Leroy, entschuldigen die, möchte, ist die kommunikative Ebene, die von mir an den Tag gelegt wurde. Nicht was ich gesagt habe, sondern wie ich es gesagt habe. Zwar erwähnte ich, dass Matata selbstverständlich nicht YouTube Deutschlands Satan ist, weil er eben auch sehr viele stabile Sachen getan hat, bevor der in Anführungszeichen Wandel kam. Allerdings könnte man schon sagen, dass ich ja wirklich stellenweise nicht immer, aber manchmal viel zu grob war. So doll hätte ich ihn nicht angehen müssen, das hat er nicht verdient. Und Just Nero ruft mich an, Alter. Wart ganz kurz. Yo, ganz kurz, ich bin gerade im Stream. Du wahrscheinlich auch, oder? Sag mal, willst du Schläge? Naja, ich will Schläge. Komm her. Trau dich her, du Trottel, Alter. Ich hab's genau gesehen. Wir treffen uns in der Mitte. Wie wär's? Ja, wo ist denn die Mitte? Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Sag mal, wie schnell reagierst denn du? Ja, ich habe mein Handy neben dir liegen. Ach so, wegen am Stream. Ja, ich kann nichts dafür, dass du gerade eben hochgeladen hast. Wie schnell lädst du hoch, wenn ich live bin? Das ist die Frage. Ja, unverschämt hier. Nee, alles gut. Ich wollte nur anbieten, dass du dir gerne Schläge abholen kannst. Wir machen dann Ort ab, ne? Danke dir, Bro. Ich werde mir die Schläge abholen. Das ist wunderbar. Alles klar. Tschüssi, hab dich lieb. So ein Frechdachs, Alter, so ein Frechdachs. Das hätte meinerseits einfach souveräner und vor allem sachlicher stattfinden sollen. Es ist nicht so, als wäre es per se was Schlechtes, bei Kritik auch mal doller auf den Tisch zu klopfen. So ist es nicht. Absolut nicht. Wenn ihr euren Kopf über... Hallo? Hat gerade wer geklopft? What the fuck? Ich schwöre, hat er gerade weggeklopft? Das war im Video? Nein. Bei Kritik auch mal doller auf den Tisch zu klopfen. So ist es. Ich komme nach Weimar, oder? Jetzt ist es soweit.
Als ob mir das gerade wirklich passiert ist. Ich habe mir, das ist das erste Mal oder eins der ersten Male, wo wirklich jemand hier angeklopft hat. Und ich dachte mir, was kommt jetzt? Wer ist da draußen? Leck mich doch am Arsch. Ich habe so einen Herzinfarkt gekriegt. Er hat das sicher gewusst. Er ist sicher gerade noch im Stream, hat zugeschaut. Alter Fuchs, ich habe so eine Angst bekommen gerade. Nicht, absolut nicht. Mein Gott, schon wieder. Ich habe gerade wieder. Oh mein Gott. Mein Kopf übrigens gerade in eine andere Richtung gedreht habt, gilt das als vollumständlich. Ich kill dich, ich kill dich. Ja, bei Leroy musste das sein. Ne? Ich hatte ja jetzt einige Zeit, um darüber nachzudenken, zu reflektieren, warum ich so agiert habe, wie ich eben agiert habe. Warum ich so doll auf den Putz gehauen habe. Das ist mir zugegebenermaßen ein bisschen unangenehm, aber was soll's, Gruppendynamik. Ich habe mich komplett mitreißen lassen. Viele Creator, die ich privat konsumiere, sind ebenfalls sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen und davon habe ich mich beeinflussen lassen und es als ganz normal angesehen, ein bisschen extra Chili in die Videos zu streuen. Das sollte mir nicht passieren. Es war jetzt auch nicht unbedingt auf einem Level, bei dem man sagen könnte, Alter, das ging gar nicht, was du da abgezogen hast, warum warst du so grob? Aber es war einfach wirklich unnötig ruppig. Dazu stehe ich, den Fehler habe ich definitiv gemacht. Tatsächlich hat mir diese Dynamik im Nachhinein ein wenig zu denken gegeben. Es ist erschreckend, wie schnell man sich im Internet mitreißen lässt und in Unsachlichkeit verfällt. Jetzt ist die Frage, wie ist dieser Toxic Gossip Train überhaupt entstanden? Hätte das alles vermieden? Manipulation Station. Nennen können? Ja, hätte es. Aber bevor wir weitermachen, gibt es erstmal eine Partnerschaftsintervention. Eifrige Verfolger meines Internettreibens kennen bereits... Incogni. Ich weiß nicht, ob das eine VPN ist. Falls ja, dann muss ich das hier skippen. Dienste meines Partners Incogni. Es ist gerade frisch etwas passiert, das euch aufhorchen lassen sollte. Ich werde euch jetzt im ersten Teil mal die genauen Dienste von Incogni erklären und im zweiten auf den brandaktuellen Fall hinweisen, der euch nochmal verdeutlicht, wie sinnvoll es teilweise sogar wichtig voll sein kann, diesen Service in Anspruch zu nehmen. Incogni Service hilft euch in erster Linie gegen Datenbroker vorzugehen. Datenbroker sind Menschen, die mit euren höchst privaten Daten Geschäfte treiben und an Dritte weiter verscheuern. Vieles läuft dabei schlicht und einfach illegal ab und die Kriminellen machen auf eure Nacken Geld. Eure Daten gehen durch hunderte Hände und werden von Unternehmen abgespeichert, obwohl sie gar kein Recht dazu haben. Und zu allem Überfluss können die auch noch ordentlich Unfug damit treiben. Wir reden hier übrigens unter anderem von... By the way, richtig geil, was ich herausgefunden habe durch meine Freundin. Du kannst bei eigentlich so gut wie jeder einzelnen E-Mail, bei jedem Newsletter, den du bekommst, weil du wirst wahrscheinlich voll oft zugespammt von irgendwelchen Newslettern. Scroll einfach ganz runter ans Ende von der E-Mail und dann ist irgendwo da relativ weit unten so ein Abmeldeding. Und dann drückst du einfach nur da drauf und bist automatisch abgemeldet. Und das machst du bei 3, 4, 5 verschiedenen E-Mail-Anbietern und auf einmal hast du ein Zehntel von dem Spam. Daten wie E-Mail, Handynummer, teilweise Passwörter, Aufenthaltsort samt IP und sogar im schlimmsten Fall eure Adresse. Abgesehen von dem ganzen illegalen Zeug, der damit doppelt bei Daten schlicht kommt und einfach so. Es gibt die, aber schaut bei Incogni vorbei, ja? Bruder, ich habe immer, mein Herz klopft immer noch. Goki Giraffe, danke. In erster Linie aber nur von einer Person, und zwar Leroy selbst. Ich gebe jetzt mal eine steile These zum Besten. Leroy war eine lange Zeit lang ein YouTuber, der gefühlt unantastbar war. Es gab so gut wie keine Kritik, bis dann die ersten Videos aufgetaucht sind, die man nicht nur kritisieren kann, sondern auch kritisieren sollte. Beispielsweise das erste Video mit diesem wunderbaren Menschen, der sich Michael schimpft. Ihr wisst schon, der Hundefreund. Die Person, die uns allen in letzter Zeit so wunderbar sympathisch aufgefallen ist und mit seiner liebenswerten Art Leute so dermaßen unter die Decke gebracht hat. Aber da hat's so richtig gerumpelt. Der Kerl war einfach, sorry, wenn ich das sage, unausstehlich. Und zwar... Mich würde vor allem interessieren, was ist eigentlich mit dem Typ? Also was ist jetzt passiert so mit dem? Weil es wissen ja Leute, wie der ausschaut und wo der wo... Ja, gut, wo der wohnt vielleicht nicht, aber... Ja, also irgendwer wird ihn kennen und irgendwer wird wissen, ah, das ist der. Oder irgendwer, weißt du, wenn er jetzt einkaufen geht, beim Spar irgendwie an der Theke steht und sich eine Semmel holt, dann wird ihn irgendwer erkennen und wird sich denken, jo, das ist doch der aus dem Leroy-Video. In der Wahrnehmung von den allermeisten. Das gesamte Video war nicht nur in meinen Augen einfach ein riesiger Fehler von Leroy. Weil er eben auf der positiven Seite stand, hat er noch keine gravierenden Konsequenzen davon getragen, was die allgemeine Meinung, die man von ihm hat, angeht. Das hat ihm noch keine Delle reingehauen. Allerdings leistete er sich in der darauffolgenden Zeit immer wieder kleine Fehltritte. Ein Paradebeispiel des Sprichworts, Kleinvieh macht auch Mist. Es sind immer wieder Nadelstiche gesetzt worden, die viele Leute provoziert haben. Ich versuche das mal zu versinnbildlichen. Jeder Mensch hat eine andere Wertevorstellung, andere Themen, die ihn beschäftigen und somit auch verschiedene Reizpunkte. Themen, bei denen, wenn sie falsch angegangen werden, Wut entsteht. Stellt euch eine Mauer vor, die vollgeklebt mit Post-it-Zetteln ist, die nicht kaputt gehen dürfen. Auf diesen Zetteln stehen unterschiedliche Themen, die den Leuten wichtig sind. Leroy stellt sich mit einer Schrotflinte, die bekanntlicherweise sehr streut, 20 Meter vor diese Mauer und erschießt.
Er schießt immer wieder und trifft alle möglichen Zettel, bis er 4 GTA-Sterne gesammelt hat. Und die Leute fragen sich dann halt, hat der gerade meinen Zettel kaputt geschossen? Entklausuliert, hat der gerade bei einem Themengebiet reingeschissen, das mir viel bedeutet? Und so entstehen Beiträge, Kritikbeiträge im Internet. Jemand sieht etwas, an dem er sich persönlich aus eigenen Beweggründen stört und befasst sich dann damit, weil er es eben als schlimmer wahrnimmt, aus diversen Gründen. Persönliche Betroffenheit, Expertise, was auch immer. Die Person, die ja online damit vor Schienbein getreten hat, und das lockt wiederum neue Leute auf den Plan, die ähnlich denken und auch was dazu zu sagen haben. Das Internet ist halt ein Raum, in dem es spielend leicht ist, seinem Unmut Luft zu machen. Und das ist auch berechtigt. Was bei manchen bleibt, ist ein negativer Eindruck und es ist nun wirklich kein Geheimnis, dass Menschen dazu tendieren, Positives zu vergessen und sich auf das Negative zu konzentrieren. Was? Dreh dich nicht auf die Unkraut? Schau, wie viel Blumen ich habe. Check ich nicht. Es gibt eine Möglichkeit, seine 4 Sterne wieder abzubauen. Entweder Füße stillhalten und... Aber es stimmt. Was er sagt ist, yo, je nachdem, was für ein Standing eine andere Person im Internet hat, dementsprechend werden die Leute anders darauf reagieren. Und ich habe das selber auch mitbekommen mit... Oder ich sag mal so, es ist einfacher zu rechtfertigen, warum man jemand anderen nicht mag, wenn er von der Öffentlichkeit auch nicht gemocht wird. Und das ist irgendwie, das ist halt schlecht. So, es ist schlecht, aber du kannst halt nichts dagegen machen. Aussitzen, möglichst nichts machen, was wieder Leute im negativen Sinne auf den Plan rufen könnte, oder aber die Möglichkeit, Stellung beziehen. Ein Statement, eine Entschuldigung oder was auch immer. Hauptsache, man adressiert die Kritik irgendwie. Auch das ist allgemein bekannt. Menschen im Internet wollen Statements. Kann ich komplett nachvollziehen. Wenn man eine Person des öffentlichen Lebens verfolgt, möchte man halt wissen, warum die so in den Bottich gelangt hat. Den begangenen Fehler so wieder auszugleichen, gibt auch den allermeisten, die deswegen dem Kritisierten gegenüber eine negative Einstellung hatten, digitales Valium. So, es beruhigt die Situation einfach wieder. Fairerweise muss ich sagen, nicht jedes Statement, ne? Colleen, Simex, wichtig ist, dass wenn man besser... Bruder, einfach der... Nein, das wollte ich nicht. Der verstanden. Meine Videos, was steht da? Meine Videos werden ab jetzt besser oder irgendwie so. Das war das beste Statement ever. Ungelobt, den Worten auch Taten folgen lässt. Was? Diese scheiß Colleen Ballinger. Ich habe immer noch einen, also das ist auch so ein Ohrwurm, ne? Warum willst du, dass dein Statement zu dem Ohrwurm wird? Dass man dann tunichst vermeiden soll. Das willst du ja wieder vergessen irgendwie. Nachdem man eh schon in der Kritik stand, gerade wenn man sich dafür entschieden hat, sich nicht zu äußern, den Raketenwerfer in die Flosse nehmen und die gesamte Mauer dem Erdboden gleich machen. Anders gesagt, ein Video raushauen, das nicht nur ein paar Leute anpisst, sondern die breite Masse. Und genau das hat Leroy leider getan. Das Video Transfrau trifft AfD hat so viele Menschen so wütend gemacht. Jetzt mal kurz am Rande, täusche ich mich gerade? Er hatte das Video doch nach seinem Statement runtergenommen, meine ich. Kann sein, dass ich jetzt komplett falsch liege. Jedenfalls ist es wieder on oder immer noch on. Ach so, nach seinem Statement. Oh ja, das kann sogar sein. Es sind ein paar Videos verschwunden nach seinem Statement. Da war irgendwas, ja. Ich hab irgendwelche Videos nachgeschaut und die gab es dann einfach nicht mehr. Wird schon irgendjemand von euch wissen, schreibt es in die Kommentare, was auch immer. Wir sehen 53.000 Dislikes. Dieser Schuss mit dem Raketenwerfer in die Gemüter der Internetnutzer war Leroys Waterloo, sein persönlicher Kipppunkt. Oder auch der 5. Stern. Ab diesem Moment waren Leute signifikant weniger gut auf ihn zu sprechen und er stand ganz einfach gesagt bei vielen, die sauer waren, unter Beobachtung. Das stimmt. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe auch schon mal reagiert auf, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Video war, maybe Sascha oder so, und die hat dann Leroy kritisiert und ich habe mir gedacht so, ja, das stimmt schon, das ist schon kritikwürdig, aber ich finde immer noch, dass Leroy all in all ein positiver Kanal ist. Das ist gar nicht mal so lange her, denke ich. Also ein Jahr ungefähr. Der über ein Jahr gar Ocean nichts Cut, zu dieser massiven Kritikflut gesagt hat, war nicht förderlich. Und durch die ebenso massive Kritik passierte halt das Unvermeidbare. Alte Fehler wurden wieder auf den Plan gerufen, weil auch die nie bereinigt wurden. Wenn jetzt was 5, 6, 7, 8, 9 Jahre oder was weiß ich zu, dann juckt es ja nicht. So, ne? Aber das waren halt Sachen, die in 1, 2, allerhöchstens 3 Jahren passiert sind. Ich glaube, es waren aber eher 2. Ich wette, fast jeder hat unter aktueller Kritik schon mal einen Kommentar gelesen, der vergangene Kritik wieder anspricht, ne? Und schon haben wir nicht mehr, Leroy hat mal einen Fehler gemacht, sondern Leroy hat diese Liste an Fehlern abgeklappert. Auch wenn die Punkte manchen egal waren, die süße Wut des Internets ist zu verlockend und man lässt sich halt mitreißen. Plötzlich ist man auch wegen ganz anderer Sachen sauer, ohne dass man damit Berührungspunkte hatte, eben weil sie sich multiplizieren. Es war langsam bitter nötig, den Beichtstuhl zu betreten und sich zu äußern.
Hat er nicht getan und stattdessen kamen weitere dicke Brocken. Der Funkaustritt und alles um diesen Aspekt rundherum. Der Umgang mit Kritik und kritischen Kommentaren, die gelöscht werden. Und das ist dann auch der Punkt, wo viele Leute wahrscheinlich auch, also gerade auch YouTuber und sowas, mir inklusive natürlich, sich dann auch denken, ah okay, Leroy wird jetzt gerade viel kritisiert. Es muss halt irgendeinen Grund, und du siehst dann auch bei anderen, ah okay, diese Kritik an Leroy ist beliebt oder weißt du, bringt viele Klicks und hat viel Traction und sowas. Und dann werden erstens vor allem halt kleinere YouTuber, aber auch größere YouTuber, werden sich dann denken, okay, eigentlich macht das keinen Unterschied. Wenn sie denken, okay, ich mache vielleicht auch was zu Leroy, weil Klicks sind natürlich nice und das ist gerade ein Hype-Thema. Das habe ich gemeint, bei kleineren YouTubern landest du dann schneller mal. Also als kleiner YouTuber musst du immer irgendwelche Themen behandeln, nach denen Leute suchen, also aktuelle Themen. Und das ist dann halt in dem Fall ein Leroy. Und ich denke mir, wenn er dieses Video, warte, was war jetzt das letzte Video? Das mit dem, ist das scheißegal, ist egal welches. Wenn er das AfD-Transfrau-Video gepostet hätte, hätte er einen cleanen Rekord und dann würde er das Video droppen, dann wäre es zwar immer noch nicht gut, genau das Funkvideo, das war das. Dann wäre es zwar immer noch nicht gut, aber die Leute würden darüber hinwegsehen. Und die Leute würden sagen, okay, das ist das erste Mal, da hat er sich einfach verhaut, da hat er einfach nicht gescheit moderiert und nix. Aber das kann ja mal passieren. Beastmo, danke. Video mit dem Soldatenopa. Das zweite Video mit Michael, was. Weil halt jede von Leroys Aktionen im Einzelnen musst du dann überlegen, hätte es dann ein Video von jetzt zum Beispiel einem Just Nero drüber gegeben, nicht mal böse gemeint, so einfach. Ich weiß nicht, das ist immer. Du streust halt noch mehr Salz in die Wunde, aber das war das erste Mal, wo überhaupt der erste Kratzer aufgemacht wurde. Deswegen, es fühlt sich auch gar nicht so schlimm an. Auch nochmal ein richtig dickes Recipe for Disaster war und. Mittlerweile hat er es geschafft, bei fast jedem irgendeinen Knopf gedrückt zu haben. So viele Leute waren wegen was weiß ich auch immer sauer. Und genau so ist der Toxic Gossip Train entstanden. Dass die das Video auch immer noch online hat, ganz kurz. Colleen, wie heißt die? Colleen Bellinger, wie auch immer. Hier, hi, heißt das. 16 Millionen Aufrufe. 16 Millionen. Boah, die kriegt sicher immer noch voll Hate dafür, vor einem Tag. Colleen Vlogs, nicht mal auf dem Kanal. Ja, schau das an. Kein Wunder. Menschen im Internet lieben es, wenn ihr Bild bestätigt wird, wovon ich mich zugegebenermaßen so null freisprechen kann. Wütende Menschen treffen wütende Menschen, die auf die gleiche Person sauer sind. Und ja, So wird Kritik kollektiv. Da kann ich kurz meine Videos als Beispiel nehmen. Die haben sich außergewöhnlich gut geklickt, eben weil so viele berechtigterweise sauer waren und deshalb besonderes Interesse, was Kritik an der Person angeht und halt viel Wut vorhanden war. Da muss ich auch. Was hat sie eigentlich gemacht? Sie war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann, in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder so und hat mit teilweise minderjährigen Fans weirde Nachrichten exchanged. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es war auf jeden Fall sehr inappropriate. Ja, das ist ein ziemlich tiefes Thema. Ja. Es war weird, was sie gemacht hat, das kann ich mich noch erinnern. Etwas einräumen, das, glaube ich, sehr nachvollziehbar ist. Das betrifft nicht nur mich, das betrifft fast alle Kritiker. Mir bedeuten Klicks viel. Und ich freue mich darüber, wenn Videos gut ankommen. Da Leroy wirklich immer und immer wieder Material geliefert hat, was man eben kritisieren sollte, ne? Ihr könnt eins und eins zusammenrechnen. YouTube ist halt ein Business, in dem nichts wichtiger ist als Aufmerksamkeitsökonomie. Und wenn... Oh, das ist laut. Mirella spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Mirella. Sehr lieb von dir. Warte, ich mache das Video ein bisschen lauter und dann mache ich hier den Ton. Dankeschön, schaut euch an. Silbertablett serviert wird. Ich habe, glaube ich, gerade ziemlich lange gebraucht, um zu sagen, YouTubern schmecken Klicks gut. Ne? Damit hat sich eine Teufelsspirale der Negativität in Gang gesetzt und es wurden unzählige Kritikvideos von super vielen verschiedenen YouTubern und Streamern erstellt. Aus einer konstruktiv-kritischen Debatte, was er hätte unterlassen oder besser machen können, wurde destruktive Kritik, die allerdings nicht so ganz unbegründet war. Dass das Ganze einen validen Grund hatte, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es einfach schöner gewesen wäre, wenn die Kritik konstruktiver gewesen wäre. Und dafür, dass es halt rabiater gelaufen ist, muss ich mir eingestehen, habe ich eine Mitschuld dran. Safe. Und jetzt bringt er 2 Ein-Stunden-Videos raus. Ja, auf jeden Fall. Es ist zu viel Kritik geworden, aber ich glaube, das, was passiert ist, ist, alle Leute haben sich einfach erhofft, dass Leroy einfach ein Statement raushaut. Dass er einfach so,
nicht unter Druck gesetzt, das hört sich so heftig an, aber natürlich, du bringst immer wieder neuen Content, der kritisiert wird, deswegen kommt immer mehr Kritik und diese Kritik vermehrt sich dann, bis sich alle Leute irgendwann dabei denken, es muss doch einen Moment geben, in dem einfach was passiert und Leroy sich hinsetzt und sagt, yo Freunde, das und das wollte ich ganz kurz klarstellen. Ich hätte selber nicht damit gerechnet, dass er einfach mit YouTube aufhört. Ich glaube, Leroy hätte immer noch einen Turnaround machen können, wenn er einfach, sag mal, eine Auszeit machen würde oder zumindest einfach auf diese ganzen Vorwürfe eingeht und sowas und das halt gut kontert, dass er dann zumindest noch halbwegs so in dem Game drinnen ist. Aber halt, ja, die Aufrufe waren auch gar nicht mehr so da, als dass sich das rentiert hätte, da weiterzumachen. Also für die Ausgaben, die er auch hat. Die metaphorische Not-To-Do-Listenmauer, die Leroy mit einem Raketenwerfer hochgejagt hat, war aber nicht das einzige Explosive. Sein lang erwartetes Statement ist eingeschlagen wie eine Bombe. Eine AN-602, um ganz genau zu sein. Und egal, ja, wie man das Statement sieht, ob man es grottenschlecht, mega gut oder irgendwas dazwischen fand, auf der Unterhaltungsebene war das Ding eine glatte 10 von 10. Ja. Ich habe mich wirklich noch nie bei einem Leroy-Video so entertained gefühlt und das muss man ihm einfach lassen. Also komm schon, wenn ich im Mindesten doll schmunzeln musste, als Leroy Manuelsen Benjamin Blümchen genannt hat, der läuft halt so durchs Leben. Oder als Amonte als Goofy bezeichnete. Es ist halt einfach unterhaltsam, wenn ein Mensch, der von der Außenwahrnehmung rüberkommt wie ein friedlicher Mönch, der keiner Fliege was zuleide tun könnte, auf einmal wie ein Berserker in Angriffsmodus geht. Ich habe übrigens was festgestellt. Dadurch, dass das Video von Leroy eben so ausgesprochen unterhaltsam war, sind einige inhaltliche Aspekte ein wenig verschütt gegangen, was übrigens auch völlig normal ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dadurch haben sich einige blenden lassen. Ja, okay, eigentlich will ich genau das sagen. Damit sage ich auch nicht, dass das Statement eine absolut grottenschlechte Katastrophe war. Überhaupt nicht. Aber es wurden auf jeden Fall einige Macken, die das Video definitiv hatte, durch die schiere Unterhaltsamkeit aus der öffentlichen Wahrnehmung retuschiert. Um es auf den Punkt zu bringen, was ich nicht so gut kann. Das Statement wurde überproportional besser wahrgenommen, als es eigentlich in Realität ist. Im Internet lässt sich sowieso das Phänomen beobachten, dass meistens der, der zuletzt geantwortet hat in der Konfrontation, am meisten Zuspruch bekommt. Natürlich kann man das jetzt nicht auf Extremsituationen beziehen oder wo das Ergebnis glasklar ist, aber im Generellen fällt einem das schon manchmal auf. Wenn ihr wissen wollt, wie ich für mich persönlich das... Ja, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass viele Leute nicht so tief in der Leroy-Materie drinnen sind. Die haben halt vielleicht hier und da mal ein Kritikvideo gesehen zu ein, zwei Skandalen, aber er hat sich ja wirklich zu so gut wie allen Skandalen geäußert. Er ist halt nicht so spezifisch drauf eingegangen, sondern hat auch teilweise Punkte oder Kritikpunkte herausgezogen, die es nicht wirklich gegeben hat oder die nicht wirklich so der Hauptfokus waren. Und dann solche Sachen wie zum Beispiel dieses Video von damals, wo der eine Typ, wo dessen Mutter Prostituierte war, der hat dann gesagt, ja, ich komme vorbei und ich mache so ein Video mit dir. Yo, wie ist es, wenn deine Mom Prostituierte ist? Und dann im Nachhinein wollte er doch nicht, dass es gepostet wird und Leroy hat es dann doch gepostet und sowas. Solche Geschichten oder warum er Funk-Bashing-Kommentare unter dem Ich-Verlasse-Funk-Video zugelassen hat und alle anderen nicht. Solche Geschichten halt, darauf wurde halt gar nicht eingegangen. Video bewährt. Und das kommt halt dann so rüber für Leute, die nicht so drinnen sind, sage ich jetzt mal, als hätte er sich zu allem geäußert und es ist ja wirklich alles nicht so schlimm und gleichzeitig hat er auch noch eben Monte als Goofy bezeichnet und sowas und das ist dann halt sehr, sehr gut unterhaltend und da gebe ich dann auch einen auf Like. Auf einer Skala von 1 bis 10. Tja, dann müsst ihr ja dranbleiben. Ich werde nämlich so nuanciert, wie es gerade nur geht, auf den Inhalt antworten. Eine Sache müssen wir aber noch besprechen, bevor wir ins Video gehen, weil ich die inhaltlich nicht im Einzelnen analysieren werde. Der Anfang des Videos. Die ersten 17 Minuten bestehen aus emotionalen, schönen und bittersüßen Momenten, die im Rahmen von Leroys Kanal in den letzten Jahren so stattfanden. Ja, fand ich auch komplett in Ordnung. Jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, hä, was hat das in einem Statement zu suchen? Ja, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass das ein Abschiedsvideo war. Wenn er jetzt wiederkommen würde, wäre das Ganze eher ein bisschen unangenehm. Kommen wir aber später auch noch drauf zu sprechen. Ich verstehe Leute, die das nicht gut fanden. Ich verstehe aber auch Leroy, so warum nicht in seinem letzten Video soll er halt so machen. Juckt ihn ja jetzt im Endeffekt eh nicht mehr. Jetzt kommt aber wieder ein Aber. Aber, das war dreimal Aber, viermal. Ob das jetzt in dem Video nötig war oder nicht, außen vor gelassen, es hatte ebenso wie der Entertainment-Faktor eine Außenwirkung. Und zwar eine dezent manipulative. Der Aufbau des Videos war eine Sandwich-Taktik. Untere Brotscheibe, Emotionalisierung mit schönen, aber auch irgendwie traurigen Momenten, gewürzt mit einer guten Prise. Guck mal, ich habe richtig viele tolle, gute Sachen gemacht. Man kann doch einfach gar nicht sauer auf mich sein. Zwinker, Zwonker. Ich finde, Selbstbeweihräucherung klingt jetzt zu fies an der Stelle, aber naja, wenn man es so nennen mag. In der Mitte der Belag. Ja. Ich fand's komplett in Ordnung. Ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht.
Also wenn, selbst wenn ich jetzt komplett in der Kritik stehen würde, wegen keine Ahnung was, ja, weil ich da auch tatsächlich nach Jutta Nerz zu Hause gegangen bin und ihn dann zusammengeschlagen habe, würde ich trotzdem als Abschiedsvideo oder in meinem Abschiedsvideo auf die schönen Momente zurückblicken. Ich hätte keinen Bock, meinen Kanal zu beenden in einem negativen Turn, so in einer negativen Stimmung. Lag das Sandwich. Die unglaublich unterhaltsame Antwort auf Kritik und Kritiker von ihm. Auch da kommen wir noch zur individuellen Bewertung der Passage. Ja, ja, eben, er hat ja gute Videos gemacht. Durch sein Auftreten hat er es wirklich geschafft, die Zuschauer zu begeistern. Und das war, wenn man den inhaltlichen Aspekt außen vor lässt, top gemacht. Props, Leroy, an dir ist ein unterhaltsamer Meinungsblogger verloren gegangen. Ich habe sehr oft gelesen, dass er ja jetzt auf alle Vorwürfe eingegangen wäre und sie komplett zerstört habe. Grüße gehen raus an Ahmad. Nein, hat er natürlich nicht. Er ist bei weitem nicht auf alles eingegangen. Ja, was ist, by the way, aus dem Boxkampf geworden zwischen Ahmad und Justin Nero? Da haben wir damals bei Roastbrot haben wir noch drüber gesprochen, dass Ahmad und Justin Nero in den Ring steigen werden. Und super viele Punkte wurden komplett ignoriert. Muss er auf alles antworten? Ist er uns das schuldig? Nein, natürlich nicht. Das ist komplett seine Entscheidung. Schön wäre es gewesen, ja, sicher, weil natürlich mir persönlich ein paar wichtige Momente gefehlt haben. Aber auch das soll jeder für sich bewerten. Ihr müsst mir hier nicht sinnlos nachblubbern und eine Bitte an euch, reflektiert auch das, was ihr bei mir gehört habt. Ich kann auch falsch liegen und ich lag auch schon öfter falsch. Vielleicht waren ihm einige Punkte einfach egal. Vielleicht wollte er nichts dazu sagen oder er konnte... Hä, ist das der echte Just Nero? Wollen wir immer noch Long-Covid F gerade nur... F mich gerade nur aus dem Leben. Aha, okay. Okay, der... ...nichts dazu zum Besten geben. Wir wissen es nicht. Dadurch, dass viele Sachen unbeantwortet bzw. Aber macht ihr dann auch so, ich weiß gar nicht mehr, was wir da besprochen haben. Macht ihr da auch so ein eigenes Event oder so wie so ein Nebenkampf? Oder ist das nur ein Kampf und den kann man dann irgendwie auf Twitch oder sowas nachschauen? Quasi ignoriert blieben, sind einige Leute wieder unzufrieden. Was ich auch. Auf welche Seite würdest du Geld setzen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Weil jetzt Real Talk, Ahmad ist ja auch physisch ein stabiler Typ. Also Ahmad ist, glaube ich, auch relativ groß. Ich weiß nicht, der dürfte ungefähr so groß sein wie ich. Ich bilde mir ein, der ist zwischen 1,80 und 1,90. Und der geht auch trainieren und sowas. Also ich würde tatsächlich auf Ahmad setzen. Ja, mit U war weg. Ich höre mich an wie eine Dampflok. Ach nee, das soll sowas Kleines werden. Ah, okay. Gar nicht nachvollziehen kann. Am Ende des Videos gehen wir auch nochmal genau auf die Punkte ein, die ich mir noch gewünscht hätte. Sind wir einfach mal ehrlich. Was juckt das Leroy jetzt noch? Er hat sich mit einem Rums verabschiedet und für ihn ist die Sache damit auch gegessen. Ich kann irgendwie die ganze Zeit beide Positionen voll verstehen. Abgeschlossen wurde das Video mit schönen Worten, einer Moral der Geschichte, die sogar ziemlich basiert ins Sozialkritische geht, ich war überrascht, und ein Abschied, der einen doch irgendwie melancholisch werden lässt. Die manipulative Außenwirkung lässt sich nicht leugnen. Also abgesehen von der Logik, man weiß ja, was die unterschiedlichen Abschnitte für eine Wirkung haben, wenn man sich auf einem geringsten Basislevel damit auskennt, wie Menschen grob emotional funktionieren. Was? Du hast denn in Berlin in einem Dönerladen getroffen? Random? Oder? Na, also ihr habt euch getroffen. Ich kann euch da jetzt einfach mal anekdotische Evidenz liefern. Es hat nämlich auch bei mir voll gewirkt. Könnte sagen, vielleicht bin ich manchmal emotional leicht manipulierbar. Am Anfang, als ich die schönen Momente gesehen habe, dachte ich, Alter, was habe ich getan? Warum war ich so ein Gesäßausgang und hab den armen Kerl so fies kritisiert? Der hat doch so viel Tolles gemacht. Dann kam aber irgendwann der Punkt, an dem ich realisiert habe, Moment mal, meine Kritik war ja nicht aus der Luft gegriffen. Die hatte ja wie die von anderen YouTubern auch einen validen Grund und somit eine Daseinsberechtigung. Nachdem mir kurz das Kritischsein abhanden gekommen ist, habe ich mich wieder so halbwegs drauf konzentriert. Bis er Manuelsen Benjamin Blümchen genannt hat, ab da war ich gebrochen. Naja, und das Ende... Recht hatte er mit der Sozialkritik. Aber musste das wirklich in diesem Video sein? Seine Abschiedsworte waren dann nochmal so schön herzlich im Gegensatz zum knüppelharten. Na, auch hier wieder. Ich verstehe, wenn Leute sagen, man hätte zwei separate Videos machen sollen. Genauso verstehe ich aber, dass Leroy das einfach in einem großen Knall machen wollte und es ihm eh Wumpe sein darf, ne, nach seinem Abgang. Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht wie Leroy. Also zumindest vom... strukturellen her, dass ich zuerst so gesagt hätte, yo, war geil mit, also quasi ein Rückblick, dann halt darauf eingehen, was jetzt gerade abgeht und dann so zum Abschluss nochmal so ein bisschen fronten und dann schön auslaufen lassen. Die Situation ändert sich aber, sobald er wiederkommt. Die wichtige Frage ist jetzt, war das absichtlich so manipulativ gestaltet oder nur purer Zufall? Man kann unbeabsichtigt manipulativ sein. Mal ganz ehrlich,
Ich halte Leroy für einen smarten Kerl. Er hat wirklich was in der Birne und natürlich noch ein großes Team dahinter, das darf man nicht vergessen. Fähig zu sein, rein vom Intellekt so ein auf der rhetorischen Ebene Meisterwerk zu gestalten, traue ich ihm zu. Ich möchte ihm nichts unterstellen und auch nicht wild ohne Boden, auf dem ich stehen kann, rumspekulieren. Ich kann es nicht wissen, ob das absichtlich war oder eben nicht. Was ich aber machen kann, ist auf das Video vom dunklen Parabelritter zu verweisen. Könnt ihr euch gerne anschauen, es lohnt sich. Versprechen der Redaktion. Der hat sich nämlich auf die sprachliche Analyse und Außenwirkung fokussiert und ihm ist aufgefallen, dass da wirklich ein Griff in die rhetorische Trickkiste nach dem anderen stattgefunden hat. Nachdem ich das Video von Alex gesehen habe, denke ich schon, dass es sehr viele Zufälle gewesen sein müssten, damit da keine Absicht hinterstecke. Und sollte das so sein, lege ich Leroy nahe, bald ein paar Lottoscheine ausfüllen zu gehen. In Klammern, das war ein Scherz, weil absolut niemand Glücksspiel betreiben sollte. Glücksspiel doof, keine Macht im Glücksspiel. Jetzt Retalk, Pfoten weg. Aber pronto. Wenn aber eine manipulative Absicht hinterstehen würde, wäre das wiederum ziemlich doof, weil... Du musst halt immer aufpassen. Ich habe das Video vom dunklen Parabelgitter-Pommes nicht gesehen, aber ich glaube schon, dass der viele gute Punkte hat. Ich vertraue nur oftmals so... Also du musst halt oftmals auch die Punkte halt so ein bisschen kritisch betrachten, weil natürlich gibt es viele Tricks, wie du dich halt korrekt äußerst, aber ich glaube auch selbst bei so einem Freestyle-Talk, wenn ich jetzt hier so spreche, könnte das irgendjemand analysieren und könnte dann sagen, naja, der Kaiser hat sich gerade eben an die Nase gegriffen und jetzt richtet er sein T-Shirt und jetzt setzt er sich nochmal anders hin und das bedeutet das und das und das. Ergo, an die Nase greifen bedeutet, er lügt. T-Shirt richten bedeutet, ah, man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut oder irgendwie so, weißt du, ich meine, solche Geschichten. Aber das wollte ich mir tatsächlich auch mal anschauen, das dunkle Parabelgitterbombe. Nebelkerzen um sich schmeißen, um eine semi-gute Antwort auf Kritik. Darum geht's da nicht? Ja, okay. Na, halt im übertragenen Sinne auf so Sprachgeschichten auch. Also, ich bin mir sicher, Leroy hat den ein oder anderen Trick aus der Trickkiste eben gezogen. Aber wenn du generell das ganze Video so kritisch betrachtest, dann ziehst du da sicher mehr raus, als da eigentlich drinnen steckt. Trick aufzuplustern und glänzender wirken zu lassen, als sie eigentlich ist? Na, uncool wäre das. Und damit können wir uns auch endlich dem Inhalt direkt widmen. Freunde, das wird eine Berg- und Talfahrt. Euch und mir werden sich im Verlauf viele Fragen mit einem W am Anfang stellen. Weshalb tue ich mir das an, obwohl der Zug schon längst abgefahren ist? Wieso muss ich den Drang haben, jetzt immer auf alles im Detail einzugehen? Was hat das Ganze hier mit Ambiguitätstoleranz zu tun? Und warum schmeißt der Onkel, der euch gleich viel zu lange ein Kotelett ans Knie sabbelt, schon wieder mit so lustigen Worten um sich, die eh keine Sau verstehen kann? Das alles jetzt. Der inhaltliche Part um Minute 18 und 41 Sekunden beginnt zunächst mit der Begründung, dass er einige Fehler einsehen möchte und räumt zeitgleich ein, dass er definitiv welche gemacht hat. Seinen Fehlercount beschrieb er mit den Worten nicht zu knapp. Das behalten wir im Hinterkopf, später nochmal relevant. Ebenfalls merkt er an, dass kein Mensch fehlerfrei sei, womit er logischerweise recht hat. Ist halt ein bisschen eine Nullaussage, weil ist jedem klar. Denn ich habe definitiv Fehler in 7 Jahren YouTube gemacht und davon nicht zu knapp. Den ersten Fehler, den er seiner Aussage nach gemacht hat und im Statement thematisiert, war sich selbst als Journalist zu bezeichnen. Sind wir mal ehrlich, das ist ein bisschen wie mit dem Statement, das er vorher gedroppt hat, vor dem großen, über das wir gerade quatschen, was eigentlich nur die Bewerbung von dem Gewinnspiel war. In dieser Ankündigung wollte er auf Kritik eingehen, redet dann aber über Leute, die sich Fake-Accounts erstellt haben, ging also völlig am Ziel vorbei. Das war halt der Zeitpunkt, an dem die Kritikwelle am höchsten war. Da so ein Manöver zu ziehen, naja. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Fehler, sich selbst Journalist zu nennen, kein Fehler ist, nachdem auch nur irgendein Hahn gekräht hat. Und ganz davon abgesehen war es auch kein Fehler. Ich schlüssel euch das gleich auf, er zeigt uns jetzt nämlich einen Text, den er Anfang 2023 geschrieben hat, aber nie veröffentlichte. Ich bin kein Journalist. Wie lange wollte ich dieses Video schon machen? Ich habe Lust, ein paar Dinge anzusprechen. Das Video hier ist für alle, die meinen Kanal hier und diese Videos so gerne schauen und genießen. Die anderen dürfen gerne wegschalten, es wird Gott sei Dank niemand gezwungen, hier zu sein. Da oben ist der X-Button. Ist jetzt nicht wesentlich, aber ich möchte anmerken, wie schade ich es finde, dass er sich des Öfteren daran zurückgehalten hat, uns seine Gedanken zu schildern. Dass einiges an Kritik obsolet gewesen wäre, wenn er nicht mit der Reaktionszeit eines überfahrenen V-Tiers Stellung bezogen hätte, haben wir am Anfang des Videos schon durchgekaut. Ich wurde irgendwann in einem Artikel mal als neuzeitlicher Journalist bezeichnet und ab da auch immer wieder so vorgestellt und dafür auch mal ausgezeichnet. Und da habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe diesen Titel erst hingenommen und mich dann auch selber mal so genannt. Und das war falsch. Ich bin YouTuber und ich hätte es einfach dabei belassen sollen. Ja, nein.
Du bist YouTuber, ja. Aber du bist genauso Journalist. Deine YouTube-Videos sind eine Form von Journalismus, ob es dir gefällt oder nicht. Die von ihm benutzte Definition, die er eingeblendet hat, besagt Folgendes. Ein Journalist recherchiert für die Allgemeinheit relevante Informationen, wertet diese aus und erstellt basierend auf dieser mündliche oder schriftliche Beiträge, die in Print- und Online-Medien, im Fernsehen oder im Radio veröffentlicht werden. Die von ihm benutzte Definition ist nur leider keine Definition, sondern eine Zeile aus einem random Text von der Seite karriere.at. Das ist eine Jobvermittlungsbörse und der Text ist so formuliert, wie er formuliert ist, weil er die ganze Journalismus-Sache ist halt ein bisschen schwierig. Sag ich euch ehrlich. Ich habe auch einen, oder sagen wir so, ich sehe mich nicht als Journalist, aber wenn ich für ein Video zum Beispiel recherchiere und dort irgendwas reinpacke, dann muss es natürlich stimmen. Die Frage ist halt auch, bei so Sachen wie Journalist bist du ja in den meisten Fällen, oder Journalist bist du ja ab Tag X, yo, ab heute arbeitest du für die Süddeutsche Zeitung, was weiß ich, oder ab heute sitzt du im Fernsehen und sprichst die Nachrichten aus. Als YouTuber ist es so, du lädst halt irgendein random Video hoch und dann noch eins und dann noch eins und dann noch eins, dann hast du irgendwann mal 300 Aufrufe. Bist du dann ab da schon Journalist oder bist du ab dem Moment, wo du halt das erste Video als Privatperson quasi hochlädst, bist du da schon Journalist und musst dich halt an journalistische Standards unter Anführungszeichen eben halten oder ab 20.000 Abos, da kannst du halt nicht so gut die Grenze ziehen, deswegen glaube ich auch, dass ich würde niemanden so als Journalist abstempeln, der auf YouTube unterwegs ist, außer er sagt von sich aus, yo, ich bin Journalist und ich leiste hier journalistische Arbeit, dann kannst du das ja auch, dann nimmt man das natürlich nur ein bisschen ernster auf, so, aber in dem Kontext von dem, das geht ja um das AfD-Video, glaube ich, darauf bezieht sich der Part, wenn du dich so hinstellst und quasi die Funktion eines Journalisten oder eines Interviewers ausübst und du machst das nicht gut, dann ist es klar, dass sich Leute dafür kritisieren. Und das war halt so meine Auffassung davon. Die Tätigkeiten der ausgeschriebenen Stelle beschreibt, wie man auch sieht, wenn man weiter runterscrollt. Das steht da, weil darunter Stellungsausschreibungen für eine Festanstellung als klassischer Redakteur gelinkt sind. Man kann das Finanzamt hat dich als solchen festgestellt. Das Finanzamt hat gesagt, du bist ein Journalist. The fuck, haben sie sich mal deine Videos angeschaut? Nicht irgendwelche Textpassagen völlig losgelöst vom Kontext nehmen und das als Definition verkaufen, nur weil es halt das, was man gerade sagen will, unterstreicht. Wenn man so vorgeht, könnte man nämlich alles, was irgendwo irgendwer mal geschrieben hat, als Definition verkaufen. Das hat nichts mit der lexikalischen Definition von Definition gemäß George A. Miller zu tun. Und übrigens würde das ins absolute Tovu Habo, ich lasse das Wort jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Mit der Logik... Tovu... Könnte ich übrigens zwei Sätze in dem Text... Tohu wa bohu, den du fälschlicherweise als Definition verkauft hast, weitergehen und das jetzt auf dich pinnen und schon wärst du wieder ein Journalist, Tofu, ja. Laut deiner eigenen Quelle. Der Text ist halt einfach nicht ganz eingeblendet, weil du entscheidest ja, welchen Content und welche Informationen du deinen Zuschauern zur Verfügung stellst und das steht da halt, ne? In den folgenden Sekunden entschuldigt sich Leroy dafür, wenn er Ansprüchen nicht gerecht geworden ist und potenziell Themen verfehlt hat. Das halte ich ihm zugute, kurz danach kommt aber wieder das X-Button-Argument, wenn es dir nicht gefällt, schalt halt ab. Also, ich bin kein Journalist. Davon gibt es zum Glück genügend in der Medienlandschaft, nur zu mir passt es einfach nicht. Journalist ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Im Prinzip kann sich absolut jeder als Journalist schimpfen, wenn er gerade Bock darauf hat. Leroy sagt, dass das einfach nicht auf ihn passt. Wenn wir nach der Definition gehen, die er benutzt hat, die eigentlich keine Definition ist und auch nur die Hälfte des Textes, dann ja. Aber das ist ja wie gesagt keine. Was macht Leroy auf seinem Kanal? Interviews führen. Und Überraschung, Interviews führen ist eine journalistische Tätigkeit. Ich habe spaßeshalber einfach mal ChatGPT gefragt, ob Interviews führen Journalismus ist, was ich nicht hätte machen müssen, weil eigentlich jedem klar ist, dass das so ist. Die KI hat das auch nochmal deutlich bejaht. Warum ich das jetzt besonders interessant finde und überhaupt hier anführe, ist, weil ChatGPT mir noch ein paar Beispiele für journalistische Interviews gegeben hat. Darunter wären Feature-Interviews, ausführliche Interviews, die in tiefe Aspekte einer Geschichte oder Persönlichkeit eintauchen. Und ja. Profilinterviews. Interviews, die sich auf das Leben und die Persönlichkeit einer bestimmten Person konzentrieren. Ja. Das ist so ziemlich die Definition von dem, was er da macht. Sollte noch Skepsis da sein und euch das nicht gereicht haben, dass das, was Leroy da macht, journalistische Arbeit ist, kann ich euch gerne ein paar echte Definitionen verlinken. Die Aussage hat etwas von, ich bin zwar Influencer, aber habe keine Vorbildsfunktion. Ja, das kann man natürlich auch droppen. Aber es geht halt, das ist genau das Gleiche, also aus meiner Perspektive. Du kannst es sagen, aber trotzdem, wenn du dich wie Person XY gibst
oder dich in die Funktion einer Person XY stellst, dann werden Leute dich auch als XY beurteilen. Ihr versteht, glaube ich. Ob man sich jetzt Journalist nennt oder nicht, ändert nichts daran, dass es Journalist ist. Dann ist halt die Frage, keine Ahnung, ist jetzt ein Monte auch ein Journalist, weil er halt YouTube-Videos hochlädt? Journalistische Arbeit ist. Aber ich weiß, das ich verstehe, was er meint. Wenn ein Privatdetektiv sagt, er sei kein Privatdetektiv, sondern nur jemand, der gerne Leute observiert und denen hinterher schnüffelt und dafür bezahlt wird. Irgendwie paradox, dass er das als einen Riesenfehler bezeichnet und er den einräumen möchte und ich jetzt dafür argumentiere, dass das gar kein Fehler ist. Ich weiß ja, warum er das gemacht hat. Von Journalisten wird professionelle und akkurate Arbeit erwartet. Sich aus dem Begriff rauszuwinden, nimmt einen halt so ein bisschen Verantwortung weg. Aber das erwartet man sowieso von einem Influencer mit Millionen Reichweite. Da schwingt eine gewisse Verantwortung mit, keinen Unsinn in die Öffentlichkeit zu blähen, ob man möchte oder nicht. Von meinen über 500 Videos, die ich hier auf YouTube veröffentlicht habe, gibt es in all den Jahren übrigens roundabout 5 Videos, die richtig viel Kritik bekommen haben. Und die Kritik ist mir bewusst und wir werden heute auch, oder beziehungsweise gleich auch genauer darüber sprechen. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ihr euch die Aussage von Leroy merken sollt, dass er sich bewusst ist, dass er viele Fehler, beziehungsweise in seinen Worten um Minute 18:41 nicht zu knapp Fehler gemacht hat. Merkt euch ebenfalls, dass er gerade gesagt hat, dass es 5 Fehler in seiner gesamten Laufbahn waren, die zukünftig kritisiert werden. 2 Sekunden später folgt das hier. Das Ding ist, eine Handvoll Videos bei einer Laufbahn von knappen 500 oder lass es von mir aus 20 oder 30 Flops gewesen sein. Genau das zeigt wieder, wie wir Menschen ticken. Der Fehlercount springt von nicht zu knapp auf 5, auf 20, auf 30. Ich fokussiere mich so darauf, weil das wirklich... Ja, er hat gesagt 5 Videos. Da muss man aufpassen. Ich glaube, sehr, sehr wichtig wird später. Aber erzähl uns mal, wie Menschen ticken. Wir machen 1000 gute Dinge und dann sprechen wir aber nur über diesen einen großen Fehler. Niemand wird dir danach sagen, was du gut gemacht hast. Und jeder wird am Ende irgendwie nur auf diesem Fehler herumreiten. Das ist zwar emotional auf der empathischen Ebene super nachvollziehbar, was er da sagt, aber daraus baue ich dir einen Dammbruch. Mit der Logik kann man nämlich sämtliche Fehler wegargumentieren. Mal etwas Gutes gemacht zu haben, heißt ja nicht, dass der kritikwürdige Fehler auf einmal nicht mehr kritikwürdig ist oder sich in Luft auflöst. Das sollte allerdings in die Art der Kritik, in die Beurteilung mit abfließen, in den Härtegrad. Wenn jemand konstant ins Klo langt, ist es anders zu bewerten, als wenn ein cleaner deutscher Burger einmal eine Verfehlung hatte. Wenn man den aktuellen Fehler kritisiert, argumentiert man damit ja auch nicht das Positive weg, was du so gemacht hast. Es geht halt einfach gerade nicht darum. Wo kommen wir denn hin, wenn wir bei jeder geäußerten Kritik vorher alles Gute von der kritisierten Person aufzählen müssen? Das ist halt ein Was-ist-damit? Ismus, den er vom Stapel lässt. Mit der Logik hättest du ja auch Rezo nicht attackieren dürfen, weil da ja viel gutes Zeug gemacht hat. Das hast du selber in deinem Video gesagt. Und bevor es jemand meint, der hat ja auch über ihn geredet. Klar, kann er ihm ankreiden, aber wer war derjenige, der Leroys Fehler begangen hat? Man könnte denken, Leroy. Ist eigentlich absolut unnötig, dass ich das jetzt sage, aber ich weiß ganz genau, dass irgendwer schon das Argument bringen wollte. Der hat ja über ihn geredet. Ja, Christine, danke. Ich sage nicht, dass alle anderen Videos perfekt oder fehlerfrei waren. Das waren sie mit Sicherheit nicht. Aber bei all den wichtigen Themen, die ich hier behandelt habe und bei dem, was mein Team geleistet hat, werden hier 4, 5 Videos herausgepickt. Ja, Leroy, du hast richtig gute Videos gemacht, tolle Dinge geleistet und man kann dich trotz deiner Fehler als wertvollen Teil von YouTube Deutschland bezeichnen. Ja, überlege, lass mal kurz überlegen. So, okay, Monte hat auch viel, viel falsch gemacht. Monte hat, was hat Monte alles gemacht? NFT-Gewinnspiele, das mit diesem Nazi-Äffchen, ne? Das war das. Was hat Monte noch gemacht? Schreibt mal ein paar Monte-Skandale rein. Das wär mal gut. Du bist ein stabiler... Ah, weil Monte der Erste ist, der mir eingefallen ist. Stimmt, das mit Malta, genau. Dieses Ui-Memo-Ding. Ja, Casino, okay. Ja gut, schau, da fallen euch auch nur so 4, 5 Sachen ein. Elfbar, ja, kann man noch... Also das rauchen ja viele. Ist nicht gut, ne? Ist nicht gut. Ich selber rauch's nicht. Aber ja. Casino-Kram, Frauen sind wie Hunde. Ja. Fußbilder? Kritik und Fähigkeit. Ja, aber Monte, schau, da fallen euch auch nur so 4, 5 Sachen ein. Kerl, und ich mag dich. Ich find's im Übrigen sehr schade, dass du aufhörst. Das löscht aber immer noch nicht deine Fehler. Gutes zu tun ist kein Freifahrtschein, um Schlechtes zu tun. Und ich glaube, bei Monte und Leroy ist es ja auch ähnlich. Also ich sehe die Fehler, die Monte gemacht hat. Und ich verurteile das. Und gleichzeitig bin ich schon Ewigkeiten Monte-Fan. Also von...
vor, ich weiß, also naja gut, vor fast 10 Jahren, als er angefangen hat, oder vor, sagen wir mal, vor 8 Jahren habe ich sicher schon Monte geschaut und die ganzen Real Talks und sowas, die er immer rausgehört hat, das war einfach beste Unterhaltung. Und genauso finde ich halt Leroy sehr sympathisch als Menschen oder als eben als Unterhalter, wie er da sitzt. Und trotzdem kann man halt darauf eingehen. Ich finde sogar gerade, wenn man viele gute Videos gemacht hat, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, wenn mal etwas nicht so knorke in einem anderen Video war. Kritik ist wichtig. Ja, Monte hat sich auf jeden Fall verbessert. Dich, um den Standard aufrecht hab ich im Gefühl. Zu erhalten. Abgesehen davon kommt es ja immer noch auf den Schweregrad des Fehlers an. Dass du nur mal als Beispiel in diesem Video richtig vermittelt hast, wie es ist, Tourette zu haben und Betroffenen damit eine Stimme gegeben hast, ist schön und sehr lobenswert. Wirklich top von dir, Leroy. Eines deiner vielen richtig guten Videos. Das macht die falschen Informationen aus deinem Video mit Kurt aber auch nicht richtiger und vor allem nicht in Ordnung. Bei dem Beispiel muss ich aber sagen, dafür hat er sich später gerade gemacht und sogar das Video runtergenommen. Dafür bekommt er in der entsprechenden Passage in diesem Video noch sein Lob. Das, was er sagt... Hä? Er hat es runtergenommen? Aber warum? Hat er nicht irgendwie gesagt, yo? Das ist ja voll... Ja, fix, das war ja das Ding. Bei dem Video mit diesem Kurt hat er gesagt, ja, das ist voll dumm, dass mich die Leute dafür kritisiert haben, weil die expecten, dass ich da einen 100 Jahre alten Mann quasi in die Schranken weise oder auch noch auf den drauf haue, so faktisch. Aber das werde ich mit Sicherheit nicht machen, weil es ist ja voll wichtig, dass man quasi die Informationen so rausholt aus... Oh mein Gott, das war falsch gesagt. Dass man ihn dazu befragt, solange es noch möglich ist, weil so viele Überlebende gibt es nicht mehr, was ja richtig ist. Aber dann ist halt die Frage, warum nimmst du es runter? Ist zwar nicht auf der logischen Ebene nachvollziehbar. Ich nehme kein Video runter, wo ich keinen Fehler drin aber sehe. Aber wie gesagt, auf der emotionalen. Und leider ist es so, dass viele bei solchen Videos Emotionalität höher gewichten als Logik. Sieht man übrigens auch in der Politik, dass das ganz gerne mal gemacht wird. Aber das ist ein anderes Fass. Vielleicht guckt das hier auch gerade jemand, der mich nicht mag, der meine Videos total kacke findet. Und genau du da draußen. Warum guckst du dieses Video überhaupt? Hast du das mal... versucht zu reflektieren. Es interessiert mich, wie du dazu stehst und ob du mir vernünftig vermitteln kannst, wieso du Fehler X begangen hast oder ob X überhaupt ein Fehler war. Ich denke übrigens auch, so ging es den meisten. Marcel framet das allerdings gleich etwas komisch. Das erste, was er sagt, ist eigentlich verklausuliert, das, was ich gerade sagte. Bei Punkt 2, naja, hört selbst. Entweder, weil du unbedingt sehen willst, wie ich gleich über den Bullshit bekannter Menschen rede, den Bullshit, den Leute wie Montana Black über mich erzählt haben und das ein oder andere ans Licht bringe, oder ist es, weil du mich einfach nicht magst und eine Entschuldigung erwartest, die dir am Ende aber sowieso nicht ausreicht, nur um dann einen hasserfüllten Kommentar zu schreiben? Ah, weiß ich nicht. Irgendwie hat er damit ja sogar recht. Es gibt im Internet zu genüge Leute, die nur darauf warten, dass jemand zu Kreuze kriecht, um dann einen Strick aus der Entschuldigung zu drehen, was wirklich unangenehme Zeitgenossen sind. Die Fehlerkultur ist im Social-Media-Zeitalter wirklich eine absolute Katastrophe. Tut aber nichts zur Sache, dass manche sich nicht mit Entschuldigungen zufrieden geben und sollte einen auch nicht davon abhalten, sich gerade zu machen. Es gibt auch Leute, die mit Good Faith da reingehen und sehen wollen, dass du Fehler anerkennst und Besserung gelobst. Man mag es ja einfach nicht, wenn Menschen, mit denen man eine parasoziale Bindung hat, mit den eigenen Wertevorstellungen kollidieren, und so ein Statement kann da halt einfach Abhilfe schaffen. Den nächsten Part fasse ich etwas zusammen, weil sich dieser Abschnitt gut komprimieren lässt und so vieles so glasklar ist, dass es obsolet wäre, da ein Deep Dive reinzumachen. Ich denke, fast jeder von euch wird das Statement gesehen haben, deswegen können wir uns bei dem Abschnitt etwas beeilen. Falls ihr nochmal nachschauen wollt, die Passage... Endlich erwische ich dich mal live, hab durch die Videos deine parasoziale Beziehung zu dir und dem Chat aufgebaut. Also seines Videos geht von 22:20 bis 27:50. Die Kritik an dem Video mit Ruben war ja wirklich gigantisch, unter anderem, weil Falschaussagen in Bezug auf Statistiken gemacht wurden, die so einfach... Ihr habt den ganzen Tag auf dem Sessel gesessen und hab geschnitten und jetzt langsam tut mir mein Arsch schon weh. Hätten gemacht werden dürfen und ziemlich viele Tags keinen Gegenwind bekommen haben, gegen die eigentlich... Sieht Leroy eigentlich wie seine Avatare aus? Er sieht besser aus. ...sich ein Orkan hätte wehen müssen. Leroy zeigt uns wenig später, dass es diesen Gegenwind sehr wohl gab. Aber ähnlich, ja. Aber aus dem Video rausgeschnitten hat, beziehungsweise sein Team, ich werde das zum letzten Mal jetzt erwähnen, er ist der Repräsentant und damit auch der Hauptverantwortliche für seine Videos. In diesem Ausschnitt, den er uns gezeigt hat, war er so basiert unterwegs und hat Ruben gehörig Feuer unterm Hintern gemacht. Wäre das Video mit dem, was er rausgeschnitten hat, released worden, hätte er wahrscheinlich signifikant weniger Kritik bekommen. Ich würde sogar so weit gehen, dass er von einigen YouTubern Props bekommen hätte, endlich mal den Mund aufgemacht zu haben. Das haben einige andere ebenfalls so formuliert und ich kann mich da nur anschließen. Es war einer der menschlichsten, empathischsten und auch sympathischsten Momente von Leroy. Man hat gesehen, dass Marcel richtig Feuer hat. Stattdessen hat er uns ein nasses Streichholz hingeworfen. Dieses Video war eine
einzige kolossale Selbstsabotage. Er hat sich. Vielleicht hatte er aber auch Angst davor, es nicht jedem recht machen zu können. So blöd sich das jetzt anhört. Weil Politik ist generell eine Sache, da mischst du dich am besten gar nicht erst ein. Das ist das Beste, was du überhaupt machen kannst. Weil du kannst einen YouTuber noch so sympathisch finden, noch so feiern und so. Wenn er komplett anders politisch eingestellt ist als du, dann wird dir das die ganze Zeit auffallen und dann wird dich das einfach nerven. So. Und vielleicht hat er sich einfach gedacht, weißt du was, ich lasse die beiden reden, ich sage einfach gar nichts und dann weiß niemand, wie ich dazu eingestellt bin und dann ist alles Gucci, weil dann kann niemand quasi böse auf mich sein. Aber genau das war ja der Fehler. Ich bin einfach komplett für Hannah eingesetzt, gute Punkte gebracht und auf menschlicher Ebene geglänzt. Ich kann absolut nicht verstehen, wieso er dieses Rohmaterial nicht wenigstens unmittelbar, nachdem die Kritik so laut wurde, gezeigt hat. Das hätte ihm so viel Das stimmt! Das stimmt aber, das hätte ich auch gemacht. Und die Delle, die das Video in seinen Ruf gekloppt hat, wieder ausgebeult. Also das da rauszuschneiden, war einfach eine riesige Fehlentscheidung. Glaubt nicht, dass AfD-Wähler Leroy schauen? Doch, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, viele schauen ihn. Weil warum auch nicht? Die Kritik daran wegzuignorieren war die zweite. Er hätte es wirklich so einfach gehabt und macht es... Gibt sicher auch viele AfD-Wähler, die, keine Ahnung, ja gut, Dekadent wahrscheinlich nicht, schauen alle Menschen schon jeden Content und ja, ich weiß, also ich denke mal, wenn du jetzt ein Video machst, wenn du Angst hast, AfD-Zuschauer zu verlieren, zum Beispiel jetzt, ne, also AfD-wählende Zuschauer zu verlieren und dann ein Video machst, das heißt, yo, AfD-Wähler, ich hasse euch, ihr seid scheiße, dann ist klar, dass Leute abspringen werden, aber ich glaube sogar, dass wenn du AfD-Wähler bist, und, na, ich weiß, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du dir selber zu unsicher bist in der Situation und nicht weißt, ob du das Video posten sollst oder nicht, oder wie du dich im Video verhalten solltest, dann wäre es vielleicht gescheiter, das gleich zu lassen. Aber vielleicht war auch die Verlockung zu groß, dann einen AfD-Politiker mit einer Transfrau gemeinsam in einem Raum zu haben und einfach zu schauen, was passiert. Stattdessen komplett schwer. Tja, manche spielen das Leben halt einfach lieber im Hardmode durch. Ich zeig euch einfach mal einen dieser Ausschnitte. Mein Gott, ey, Wahnsinn, Alter. Also guck mal, ich versuche das zu vermitteln und wenn du zumindest den Punkt gegeben hättest, du musst doch als allererstes mal begreifen, was überhaupt Phase ist. Und das finde ich so schade. Und ich habe heute in dem Punkt wirklich verloren, wo du sagst, ja, darüber zu reden ist voll das Risiko. Das ist kein Risiko. Aber dann so einfach zu sagen, ja, die Aufklärung sorgt dafür, dass ich haufenweise Jugendliche umbringen werde. Das ist halt ein verheerendes Statement. Das müsste. Das wäre halt tatsächlich eine mögliche Folge. Ja, eine mögliche Folge. Ja, wenn du sagst, wir machen Sexualkunde, dann ist auch eine mögliche Folge, dass plötzlich alle noch Poposex haben und keine Kinder mehr kriegen. Das ist auch eine mögliche Folge. Das ist ja also völlig an den Haaren herbeigezogen. Jetzt mal im Ernst, Leroy von mir bekommt. Daran merkst du auch einfach, dass Leroy Real Talk so ist wie in seinen Videos, wenn er sagt Popo-Sex, obwohl er nicht mal glaubt, dass er das ausstrahlen wird, weil das Video ja eigentlich schon vorbei ist. Dafür auf jeden Fall Pluspunkte. Es war echt schön, dich mal von dieser Seite zu sehen. Schade, dass wir das nicht öfter zu Gesicht bekommen haben. Das hätte mich persönlich und ich denke viele Zuschauer sehr gefreut und dir dieses Image als moderierender Stein Stell dir jetzt keine Ahnung, möchte man in deiner Reaction auch nicht so gerne hören. Das Problem ist halt, ich kann das nicht einschätzen. Die Situation mit dem AfD-Video kann ich einfach nicht einschätzen, weil es macht für mich keinen Sinn, dass du das rauscuttest, außer du hast Angst davor, Leute anzupissen, von denen du glaubst, ey, da werde ich viele in meiner Community haben. Heißt jetzt nicht, yo, Leroy stellt sich vor, dass da eine ganze Community aus AfD-Wählern besteht. Es geht einfach nur darum, bei der letzten Wahl, ich weiß nicht, was ihr für komische Wahlen habt, bei der letzten fucking Bundeswahl, keine Ahnung, haben ja auch voll viele AfD gewählt. Ich glaube, fast ein Viertel oder ungefähr ein Viertel von den Leuten. Was hast du gegen Poposex? Und wenn du das dann so übersetzt, dann könntest du ein Viertel von deinen Zuschauern dadurch verlieren, dass du dich zum ersten Mal politisch positionierst. Das ist der Grund, oder das könnte ein Grund dafür sein, warum er den Teil rausgeschnitten hat. Aber das macht irgendwie wenig Sinn. Tato erspart, weil du das eigentlich nicht bist, wie wir gesehen haben. Es ging ja noch weiter und Leroy hat es halt wirklich geschafft, einen Politiker argumentativ schlafen zu schicken. Seine Erklärung, warum er das nicht ins Video geschnitten hat, naja, die ist nicht so das Grüne vom schlechten Ei. Das alles war im fertigen Video nicht zu sehen, denn ich wollte, dass Menschen aus allen verschiedenen Lagern sich am Ende von den stärkeren Argumenten überzeugen lassen, ohne dass da jetzt so ein Leroy in der Mitte sitzt, der dann noch seine eigenen Argumente reinschmeißt und es am Ende dann wieder heißt, dass
ja, das Ganze irgendwie unfair war, dass es parteiisch von meiner Seite aus war und ich das Ganze irgendwie verfälscht hätte. Ja, kann man halt als verklausulierte Version von ich will mir die AfD-Wähler auf meinem Kanal nicht vergrauen verstehen. Es gibt natürlich Menschen, die absolute Neutralität verlangen, aber das... Ich verstehe auch, dass du es machen willst. Ne? Erstens nicht möglich und zweitens nicht angebracht. Da könnten wir jetzt beispielsweise wieder das Video mit Michael heranziehen, genau. Machen wir jetzt aber noch nicht. Wenn Person A Person B zum Beispiel offensichtlich Unrecht tut, ist es meiner Auffassung nach auch in einem Interview einfach nicht richtig neutral zu bleiben. Man muss nicht den Lanz machen und komplett dazwischen blöken, das will keiner sehen, aber so eine Zwischenstufe, na... Selbst wenn wir davon ausgehen, dass du journalistische Ansprüche hast, musst du nicht komplett neutral sein. Meinungsvermittlung ist auch etwas Journalistisches. Gerade wenn du so brisante Themen behandelst, solltest du deinen Zuschauern, die zu dir aufschauen, einen gewissen Kompass in die Hand drücken. Zumindest die Basics. Niemand verlangt, dass du dem Unrechttuenden im Video an die Gurgel springst, aber ein bisschen aus der Schale schlüpfen hätte wirklich nicht geschadet. Wenigstens so ein kleines bisschen. Es kommt halt auf die individuelle Situation an. Es gibt Momente, wo es unangebracht ist, nicht eine gewisse Neutralität zu wahren und auch andersherum. Die Verantwortung, das zu beurteilen, liegt halt beim Moderator, also bei dir. Und an der Stelle war es halt in den Augen von sehr, sehr vielen Menschen ein Fehler. Besonders haben wir innerhalb dieses Videos Szenarien, bei denen du zwingend Partei ergreifen musst. Und zwar, wenn nachweislich Desinformation verbreitet und statt... Das Video war wirklich pain in the ass als Transperson. Ich schaue in den Chat und ich lese, das Video war wirklich pain in the ass als Transphob. Ja... Ja, das war dann sicher auch... Statistiken absolut falsch wiedergegeben werden, um das eigene Narrativ als das Richtige zu porträtieren. Erst recht, wenn das auf Kosten von einer Gruppe passiert, die schon genügend Probleme in Bezug auf die Gesellschaft haben und das, was da umgebogen wird, auch noch so ein heikles Thema ist, wie eben die dort falsch angeführte Statistik. Leroy hat zwar was eingeblendet, aber dass das nicht ausreicht, weil viele seine Videos als Podcast hören oder nicht 24/7 hingucken, ist klar und das sieht auch Leroy so. Hier muss man ihm zugutehalten, er hat das eingesehen und sich dafür gerade gemacht. Das war ein Fehler. Ja. Denn dass sich bei so einem Video viele genau diese klare Kante von mir gewünscht hätten, kann ich sogar richtig gut verstehen. Und das würde ich besonders wegen dem folgenden Punkt beim nächsten Mal anders machen. An der Stelle möchte ich Leroy für seine Ehrlichkeit loben und nochmal deutlich anmerken, dass ich es super stark finde, den Fehler vor so einem großen Publikum einzusehen. Gibt ein gutes YouTuber-Sternchen von mir. Ich habe ihn gerade abgecuttet, als er sagen wollte, dass es generell ein Fehler war, Politiker einzuladen, weil diese damit immer Werbung für sich selbst machen und den Punkt schenke ich ihm auch. Er hat es mit diesem Video nämlich tatsächlich geschafft, Rubens AfD-Online-Karriere einen Kickstart zu verpassen. Der hat sich umschulden lassen und die Teilnahme an dem Video genutzt. Ruben Rupp! Ist das für ein geiler Name? AfD-Landtags- Abgeordneter BW, was auch immer. Seine Baden-Württemberg wahrscheinlich, sonntags ab 21 Uhr live nach Ankündigung. Talk-Laufbahn in die Wege zu leiten. Mit Erfolg übrigens sogar. Er hat jetzt, glaube ich, an die 40.000 Follower und auch nicht gerade wenig Livestream-Zuschauer. Zwar hat er es mal geschafft, mit seinen Videos 100.000 Aufrufe oder mehr zu bekommen, aber anscheinend konnte er die Reichweite nicht halten. Mittlerweile sind es nämlich eher so 2.000 bis 40.000. Aber auch das hat Leroy, wie gesagt, eingesehen. Damit hätten wir dieses Thema auch endlich abgehakt. Ja, wobei du kannst halt dann auch irgendwie, also generell, wenn du irgendeine kontroverse Person einlädst oder über die redest oder sowas, dann ist es einfach automatisch so, dass Leute rübergehen werden und entweder den dann haten werden oder bei dem dann reinfolgen. Vielleicht folgen dem auch welche, weil sie sich denken, ah, keine Ahnung, das ist ja lustig, ich habe den bei Leroy gesehen, ich möchte schauen, was der so für Content bringt oder so. Keine Ahnung. René, danke dir. Ja, schön. Drei Personen haben in Leroys Statement 50 Kaliberschüsse abbekommen. Okay, Monte, Rezo, wer ist das dann, Manuelsen? Komm, und natürlich gucken wir uns auch das gemeinsam an. Der erste auf seiner Hitliste war Rezo. Bevor Leroy seine Schüsse abgefeuert hat, erzählt er uns eine kleine Anekdote, wie er Rezo überhaupt kennengelernt hat. Er sprach zum Beispiel darüber, positives Feedback bekommen zu haben. Der springende Punkt, auf den Leroy hier aufbaut, ist, dass sie sich später noch ein zweites Mal gesehen haben und ein Vier-Augen-Gespräch führten. In diesem Gespräch ging es um Feedback und Kritik, welche Rezo an Leroy ausgeübt hat. Rezo bekam betreffend der Punkte, die er bemängelte, Hintergrundinfos und soll gesagt haben, dass er mit diesem Wissen manche Sachen so nicht geäußert hätte. Und er soll sich sogar bei Leroy persönlich entschuldigt haben. Das war, wie gesagt, alles vor dem Statement. Wir schauen mal kurz in das Ende der Anekdote rein. Du hast dann gesagt, dass du mit diesem Hintergrundwissen viele von den Sachen, die du gesagt hast, so nicht gesagt hättest und hast dich anschließend dafür entschuldigt. Wir haben dann Nummern ausgetauscht, um uns gegenseitig darauf hinzuweisen, wenn aus der Sicht des anderen irgendetwas schiefläuft.
Und vor einigen Wochen hast du dann öffentlich Folgendes gesagt. Bevor wir über das sprechen, was Rezo gesagt hat, womit er Leroy so ein kleines bisschen sauer machte, möchte ich über das Bild abreden. Leroy hat das nämlich extrem geschickt gemacht. Dadurch, dass er diese Anekdote erzählt hat, wirkt das, was Rezo im Stream geäußert hat, nochmal um einiges schlimmer. Insbesondere, weil Matata Rezo später damit in Verbindung noch unterstellt, ihm ins Gesicht gelogen zu haben. In dieser vermeintlichen Lüge geht es um Folgendes. Rezo soll ihm ins Gesicht gesagt haben, dass er nicht mehr öffentlich über ihn sprechen würde, sondern ihn privat anhaut, wenn irgendwas wäre. Das wirkt in seinem Statement erstmal so, als wäre Rezo die absolute Snitch und eine Person, die sich nicht an Abmachungen hält. Ich habe Rezo... Ja, ist er auch. Rezo, absolute Snitch. Absolute Bitch tatsächlich auch. Und sehr, sehr unangenehmer Typ generell. Doch einfach mal gefragt. Vertraut keinen Leuten mit blauen Haaren. Fragt, was das anging. Er kann sich beim besten Willen nicht daran erinnern. Sie haben sich gesehen, ja, aber weder weiß er was von dieser Absprache, noch Rich, hätte das genau. Im Kontext, in dem sie sich da gesehen haben, irgendwie Sinn ergeben. Das ist jetzt eine Aussage-gegen-Aussage-Situation. Ich für mich persönlich glaube nicht, dass Rezo da jetzt lügen würde, heißt aber auch nicht automatisch, dass Leroy da gelogen hat. Wem jetzt im Endeffekt mehr Glauben schenkt, das ist euch selbst überlassen. Bei dem Schnipsel, den er von Rezo eingeblendet hat, ja, ich glaube auch nicht, dass die Aussage, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, sowas auf die Art wie, yo, wir haben Nummern ausgetauscht, falls der andere Fragen über das öffentliche Bild von einem hat oder irgendwie so, quasi so, yo, ich sehe, dass du kritisiert wirst, ich schreibe dir privat, ja. Ist allerdings etwas faul. Ich glaube, da in einer Konversation wird das nicht so passieren. Ey, falls ich dich mal online kritisieren würde, kannst du mir deine Nummer geben, damit ich das privat machen kann? Vor einigen Wochen hast du dann öffentlich Folgendes gesagt. Hat er nicht für Sachen Werbung gemacht, was so weirde Krypto, so risky Krypto-Geschichten, so Gambling? Du glaubst also, dass ich Krypto-Gambling oder Glücksspiel beworben habe? Also ich dachte gerade, als ihr es im Chat geschrieben habt, dachte ich noch so, kann das wirklich sein, Casino? Aber offensichtlich ja, Casino. Was Leroy uns an der Stelle nicht gesagt hat, ist, dass das zwei völlig verschiedene Sequenzen waren und die aus dem Kontext geschnitten sind. Wir haben gerade gesehen, wie das im Leroy-Video dargestellt wurde. Aber wie fand das denn in der Reaction statt? Schauen wir doch einfach mal. Hat er nicht für Sachen Werbung gemacht, was so weirde Krypto, so risky Krypto-Geschichten, so Gambling. Ich hatte da so am Rand was mitbekommen. Ja. Ja, Bruder, ein bisschen also schneller. Ich dachte gerade, als ihr es im Chat geschrieben habt, dachte ich noch so, kann das wirklich sein, Casino? Aber offensichtlich ja, Casino. Es gibt zwei Dinge, die er vorenthalten hat. Erstens, wie gesagt, im Kontext. Rezo hat nämlich Nachrichten aus dem Chat gelesen, die diesen Vorwurf aufgebracht haben. Er selbst hat den da noch nicht bestätigt gehabt zum Zeitpunkt des ersten Einspielers. Was er lediglich sagte, ist, dass er am Rand mal mitbekommen hat, dass es solche Vorwürfe gibt. Wir haben hier noch keine feste Tatsachenbehauptung zu dem Punkt. Nun wird die nächste Szene, in der Rezo auf das Thema eingeht, eingeblendet und hier wird der zweite Punkt relevant. Dass zwischen diesen beiden Ausschnitten 6 Minuten stecken, die Matata rausgeschnitten hat, sprich den Kontext weggecuttet hat, in dem diese Sequenzen stattfanden, macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Was ist denn innerhalb dieser 6 Minuten passiert, dass Rezo von einem "Oh, ich hab das mal gehört, kann das sein?" zu einem "Hätte ich jetzt nicht gedacht, anscheinend ja doch" switcht? Naja, okay. Es wurde besprochen, was innerhalb des Gewinnspiels passiert ist und Rezo zu der Annahme kommen ließ, dass da etwas dran sein könnte. Man kann einräumen, Rezo mag sich da undeutlich ausgedrückt haben. Den Punkt gebe ich Leroy. Ihm standen aber halt auch nur die Infos aus dem Video, auf das er reagiert hat, zur Verfügung. Das ist in Reactions übrigens generell ein Problem. Wenn man jede Info, die getätigt wurde, gegencheckt, dann ist das irgendwie kein React mehr. Auf jeden Fall eine Problematik, ja, ja. Die man separat innerhalb einer... Ja, also das haben, also hin und wieder mal kriegst du solche Kommentare auch so, ja, das ist schon wichtig, dass du das alles vorher prüfst, was im Video gesagt wird, wo ich mir auch denke, okay, dann, ich brauche nicht mehr drauf reacten, so, dann werde ich euch einfach sagen, ah, jetzt übrigens kommt der nächste Part und jetzt passiert das und jetzt wird mich der Just Nero anrufen und dann wird jemand an der Tür klopfen und ich werde einen Herzinfarkt bekommen und sowas. Das ist das eine. Und der Opel Corsa, Mann. Und irgendwas anderes. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Kritik an Reactions selbst besprechen könnte.
Ich erkläre euch aber später noch, warum das einzig und allein eine Debatte ist, die auf semantischer Ebene geführt werden kann, betreffend dem, was Rezo da gesagt hat. Ohne diese Infos wirken Rezos Aussagen wirklich komplett so, als wären sie einfach aus der Luft gegriffen. Und Leroy unterstellt ihm ja noch, die einfach so behauptet zu haben. Das ist nicht einfach so passiert. Ich werde das zum passenden Zeitpunkt noch ein wenig aufschlüsseln. Es wird nämlich innerhalb seines Statements nochmal Thema. Genau. Und einmal habe ich auf irgendein Video reagiert. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war ein Alyssa Joe Video oder sowas. Und dann habe ich quasi prophezeit, was sie jetzt gleich sagen wird. So, yo, weiß nicht. Ja, ratet mal, wie viel Hamster Britney Spears in ihrem Leben gegessen hat. Keine Ahnung. Ich habe dann gesagt 4 und sie sagt dann so, ja, auch 4. Also, es stimmt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Halt irgendeine random Frage so. Und dann später ist das nochmal vorgekommen, dass ich irgendwas gut gecall-outet habe. Und dann haben 2, 3, 4, 5 Leute reingeschrieben, so, ja, man sieht richtig, dass du die Videos schon vorher angeschaut hast und sowas. Hier, vor 6 Minuten oder vor einer Stunde. Ja, gut, jetzt sind ja schon fast eine Stunde drinnen. Aber nee, ich schaue mir die Videos vorher nicht an, weil wenn ich mir da jeden Tag, keine Ahnung, 3 Stunden Content oder sowas geben, na gut, nee, jeden Tag nicht, aber jedes Mal vom Stream 3 Stunden Content geben würde, würde mir die Kugel geben. Ich streame ja extra um 18 Uhr herum, damit die neuen Videos das Hintergrundwissen hat, was alles in diesen Minuten passiert. Ich war einfach nur neidisch, weil ich gewusst habe, wie viel Hamster-Bitten ist, kann man Rezos Gedankengänge deutlich besser nachvollziehen. Wir schauen erstmal weiter. Um so eine Anschuldigung vor 1,7 Millionen Menschen, also ungefähr jedem 50. Deutschen zu verbreiten, muss man sich schon ziemlich sicher sein. Wenn man das als feste Tatsachenbehauptung aufstellt, ja, dann sollte man sich sicher sein. Gebe ich Leroy voll recht. Aber bei einer anderen Sache, die er danach geäußert hat, gebe ich ihm überhaupt nicht recht. Leroy hat euch nämlich, um das Ganze nochmal ein wenig dramatischer zu gestalten, frech ins Gesicht gelogen, wie er sagen würde. Also wirklich genau das, was er Rezo angekreidet hat. Und ich kann das auch noch beweisen. Leroy sagte Folgendes. Um so eine Anschuldigung vor 1,7 Millionen Menschen, also ungefähr jedem 50. Deutschen zu verbreiten, muss man sich schon ziemlich sicher sein. Oder vielleicht einfach nur ein bisschen überheblich. Merkt euch das, weil das wird vielleicht gleich wichtig. Ja, merkt euch das, das wird nämlich jetzt wichtig. Vielleicht warst du an der Stelle aber auch einfach ein bisschen überheblich, dass es nicht auffliegt. Vor 1,7 Millionen Menschen also. Jeder 50. oder auch 2%, wenn man das weniger dramatisch klingen lassen möchte. Er untermauert das ja nochmal mit den Klicks, die er da eingeblendet hat. Die Aufrufzahlen sind von diesen beiden Videos hier. Leroy hört nicht auf Kritik und fällt immer tiefer und deshalb wird Leroy schon wieder kritisiert. Das Problem daran ist, dass das Video, über das Leroy behauptet, dass Rezo ihm da ebenfalls die Vorwürfe gemacht hat, am 27.09.2023 erschienen ist. Die Vorwürfe sind aber das erste Mal am 31.10.2023 aufgekommen. Und demnach kann Rezo das gar nicht in dem Video darüber gesagt haben, es sei denn, er hat krasseres Vorahnungshaki als Katakuri und konnte einfach mal einen Monat in die Zukunft sehen. Leroy hat sich... Ja, man sieht ja auch, dass es hier, das war ja hier in dem Outfit... Da hat er hier so also ein Black Beanie und Black T-Shirt, das hat er ja nicht geäußert hier. Hier einfach ein völlig anderes Video ohne Bezug dazu genommen und so getan, als wäre das auch dort verbreitet worden, um es nochmal zu dramatisieren und die Zahl höher klingen zu lassen. Und zu sagen, dass es sogar zweimal getan hat. Anders kann man sich das ja nicht erklären. Es war eine bewusste Entscheidung, das dort einzublenden. Die Videos mussten ja vorher gesichtet worden sein, um sich die Klickzahlen rauszusuchen. Und da erkennt man ganz klar, dass das erste Video damit nichts zu tun hat. Er hat gelogen, während er... Damn, hat Rezo noch irgendwas zu Ding gemacht? Rezo, Leroy. Nochmal vor 1,4 Millionen anderen Leuten. Genau, zack, zack, ja. Meine Kritik hat Steuerung F. Ah, falls da irgendwo der Buchstabe L für Leroy vorkommt, dann kann man hier nochmal 1,6 Millionen dazu rechnen. Crazy. Rezo, so eine Drecksau. Wenn jemand anderem eine Lüge unterstellt, kannst du dir nicht ausdenken. Deine Fürst. Selbst wenn es so gewesen wäre, dass er es dort ebenfalls verbreitet hätte, wäre das aber auch immer noch nicht jeder 50. Deutsche gewesen. Würde ja voraussetzen, dass die das eine Video gesehen haben, das andere nicht hätten sehen können und das immer wieder neue Leute wären. Man kann das nicht addieren. Ja, vor allem halt, es gibt ja auch Leute, die schauen sich Videos zweimal an oder... Sie schauen sich das einmal so die Hälfte an und dann später am Abend die andere Hälfte mit einem anderen Account oder was. Schon gar nicht, wenn das Video über dieselbe Person, von derselben Person ist und auch noch dieselben Interessensgruppen anspricht. Das macht von vorne bis hinten alles überhaupt keinen Sinn. Kann man nicht einfach bei der Wahrheit bleiben, anstatt das Ganze künstlich aufzubauschen? Ich kann euch übrigens die akkurate Zahl nennen, wie viele den Ausschnitt wirklich gesehen haben. Leroy hat behauptet 1,7 Millionen. In Realität
waren es 190.000. Ich weiß das, weil ich Rezo gebeten habe, mir mal kurz die Watchtime und die Analytics zu schicken, wie viele Leute zu dem Zeitpunkt noch dran waren. Ach heißt, so. Wie viele Leute, die auf dieses Video geklickt haben, haben dieses... Lol. Ja, okay, okay, okay. Ja. Aber da bin ich so fair und da sage ich, yo, das, als Leroy hätte ich das genauso gesagt, ne? Hätte ich das genauso gesagt. Überhaupt. Also zumindest, also ich hätte das eine Video da genommen. 21%. Es war nicht jeder 50. Deutsche, wie Leroy sagt, sondern jeder 436. Oder auch 0,2%. Die echten Zahlen hören sich schon so ein bisschen weniger dramatisch an. Mir geht es hier einfach ums Prinzip. Man kann niemandem vorwerfen, unehrlich zu sein, wenn man das selbst mit sehr unehrlichen Mitteln macht. Damit das ein Versehen gewesen wäre, müsste einfach so unglaublich viel schiefgegangen sein und keiner aus dem Riesenteam von Leroy hätte das bemerken dürfen. Halte ich für nahezu ausgeschlossen, dass das keine Absicht war. Leroy weiß auch, dass bei so einem langen Video gegen Ende nur noch ein Bruchteil der Zuschauer dran ist und der Ausschnitt halt am Ende war. Aber anstatt das mit einzubeziehen, ignoriert er das und rechnet sogar einfach noch ein anderes Video, das gar nichts damit zu tun hat, obendrauf. Mir wären die rohen Zahlen eigentlich völlig egal gewesen. Auch vor 190.000 Leuten eine falsche Info raushauen ist nicht in Ordnung. Sofern sie denn wirklich komplett falsch ist, aber dazu kommen wir gleich noch. Die Zahlen waren jetzt einfach nicht egal, weil Leroy daraus einen Knüppel gebastelt hat, den er Rezo über die Rübe gezogen hat. Leroy erzählt uns jetzt, wie das alles überhaupt angefangen hat und wie die Idee entstanden ist für dieses Gewinnspiel, welches von mehreren Parteien scharf kritisiert. Fix, das war ja der größte Blatant. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist, da habe ich mich auch so drüber aufgeregt, da hat auch irgendwas komplett erlogen. Wurde, weil da Krypto-Angelegenheiten mit verknüpft waren. Die Infos, die er uns da gegeben hat, sind für den Inhalt dieses Videos völlig unerheblich. Wir springen also zum Punkt, an dem das Ganze wieder interessanter wird. Anfang Juli diesen Jahres kam Dia auf mich zu, das ist aktuell der größte deutsche Fußball-YouTuber und er meinte, er macht selber ein Gewinnspiel, er stellt selber die Preise und möchte aber meine Community und mich dazu einladen, mitzumachen. Und das sind auch so kranke Zahlen, oder? 700.000. 1,5 Millionen, 600.000, 900.000, 400.000, 600.000. Imagine, du postest ein Video, das 389.000 Aufrufe bekommt und das ist mit Abstand das schlechteste Video von den letzten 10. Bist du deppert. Ihr sagt euch, wie es ist. Die Vorstellung, dass einer von euch da draußen ein Auto gewinnt, ist cool. Ja klar, das ist für den Gewinner cool. Aber eine rein altruistische Geschichte ist das trotzdem nicht. Man macht solche Gewinnspiele... Altruistisch? Was ist das für ein Wort? Initial in erster Linie, weil man da auch selbst was von hat. Sonst wäre das ja nicht an Bedingungen wie Like den Beitrag und Folgt mir verknüpft. Diese digitalen Zahlen sind halt ein Gegenwert, der sich im Longterm sogar noch mehr auszahlt als das, was dort als Gewinn ausgeschüttet wurde. An für sich ist das ja auch überhaupt kein Problem. Man kann das machen. Das Problem entsteht halt da, wo Gewinnbedingungen an Inhalte gekoppelt sind, die einfach zu kritisch sind. Die Leute mussten dann bei diesem Gewinnspiel uns auf Instagram folgen, wo ich denke, das ist fein, weil man kann danach ja auch wieder entfolgen und hat die Chance auf ein Auto. Das Ganze ist kostenlos. Ich persönlich finde, man kann ja wieder entfolgen. Ja, natürlich kann man wieder entfolgen. Sicher. Keine Ahnung. Du kannst dich auch bei einer Casino-Webseite anmelden und einen Bonus abholen, ohne dass du Geld einzahlst. So, weil du kannst dich ja wieder abmelden. Folgen auch wieder. Ist jetzt kein Freifahrtschein. Dann wäre es ja vollkommen egal, wenn ich quasi meinen Fans sage, yo, meldet euch alle auf www.casino.at, keine Leute Ahnung, auf dubiose Inhalte zu verfolgen, denen man folgen muss, um zu gewinnen. Vor allem, weil man denn ja eh noch eine gewisse Weile folgt, bis dieses Gewinnspiel halt aufgelöst ist. Und in der Zeit hat man genügend Gelegenheit, den Content zu konsumieren. Abgesehen davon, dass auch nur ein Bruchteil entfolgen wird, weil Leute einfach zu faul dafür sind oder andere Gründe halt. Mein einziger Account. Die Chance, ein Auto zu gewinnen, ist cool. Klar, die große Masse an Menschen, die da reingefolgt sind und auf Inhalte verwiesen wurden, haben aber nichts gewonnen und sind im Endeffekt der Faktor, von dem man profitiert. Wie gesagt, kein Problem, solange die Inhalte in Ordnung sind. Anstatt einigen anderen Influencern, die dann noch im Gespräch waren, hat er am Ende seinen Bruder Dilly für die Verlosung mit ins Boot geholt, was für mich an sich cool war. Ja, war es aber nicht. Das war nicht cool und der Grund für die ganze Kritik, weil Dilly halt eben ein Krypto-Coach ist, bei dem einige Sachen, sagen wir, nicht so pralle sind. Sein Content ist halt das Problem. Nicht nur in meinen Augen, da haben alle Influencer, von denen ich mitbekommen habe, inklusive eines Experten, eine einheitliche Meinung zu. Leroy versucht das Ganze jetzt damit zu rechtfertigen, dass Diddy ganz frisch in dem Business war und gerade erst begonnen hat, Content dazu zu posten. Ich frage mich wirklich, genau, ich kann mich erinnern, ich frage mich wirklich, wie er das jetzt sagt, weil er hatte gesagt, yo, er hat gerade eben erst angefangen mit dem Krypto-Ding, aber er hatte davor schon Krypto-Inhalte auf Instagram und auf YouTube, wenn ich mich nicht irre, plus, wenn er das noch nicht hatte, also angenommen, das Ganze ist hier,
clean geswiped und sowas, dann ist es einfach irgendeine random Privatperson. Mal abgesehen davon, dass das die Situation so oder... Was bringt das dann, den zu bewerben? Jo, machen wir hier Werbung für meinen Bruder Dilly, der macht gar nichts auf Instagram. Das so überhaupt nicht besser macht, entspricht das halt auch wieder nicht der Wahrheit. Ihr müsst kurz konzentrierter zuhören, das wird nämlich ein bisschen verstrickter als der Rest und springt hin und her. Sein Bruder hat zu diesem Zeitpunkt gerade angefangen, sein Interesse für Krypto-Investments auf Instagram zu teilen. Das heißt, erst mit Beginn des Gewinnspiels kam bei ihm regelmäßig Content online. Unten steht geschrieben, sein Bruder, der auch teilgenommen hat, hat erst mit der Veröffentlichung des Gewinnspiels begonnen, Content zu posten. Richtig. Außerdem begonnen. Davor hat er Content gepostet, ja, aber da hat er es richtig begonnen. Leroy in dem Statement anderthalb Minuten später nochmal folgendes. Ein bekannter YouTuber lädt mich zu einer Verlosung von einem Auto ein, holt dann noch seinen Bruder dazu, der bis dahin noch keine Social-Media-Präsenz und auch kein Content hat. Dann beginnt der nach dem Start der Verlosung mit Krypto-Content. Wir können da jetzt wohlwollend und einmal weniger wohlwollend rangehen. Die weniger wohlwollende Variante wäre, einfach auf Dillys YouTube-Kanal zu gehen und zu gucken, seit wann er denn wirklich Content macht. Das Gewinnspiel startete am 2. September 2023. Dillys erstes Krypto-Video kam am 3.1.2022. Ich weiß, das ist jetzt wirklich eine steile These von mir, aber ich glaube, der 3. Januar 2022 war vor dem 2. September 2023. Leroy versucht sich jetzt im angepinnten Kommentar damit rauszureden, dass seine Aussage ja nicht ganz falsch gewesen wäre, denn er hat bei der Verlosung bereits Videos zum Thema Krypto gemacht, aber ohne sich dabei zu zeigen. Hä? Was? Was? Das habe ich gar nicht gelesen. Was? Außerdem stimmt das ja auch gar nicht. Warte mal. Ist jetzt wirklich eine... Oder? Oder stimmt das? Ich bin perplex von der Aussage. Warte mal, ich weiß, er wird das hier gleich auflösen, aber... Dilly Invest. Ohne sich davor zu zeigen. Stimmt, tatsächlich. Hat er recht. Vor 5 Monaten, Cloud Selling, Copy Trading Experiment vor 5 Monaten. Copy Trading. Das war doch auch vor September. Ich dachte, im September war das Gewinnspiel. Da hat er sich doch gezeigt, zumindest im Thumbnail. Oh ja, da sitzt er ja, der Dilly Invest in all seiner Pracht. Schöner Bart, by the way. Eine steile These von mir, aber ich glaube, der dritte Leroy versucht sich jetzt im Angebot bei der Verlosung bereits Videos zum Thema Krypto gemacht, aber ohne sich dabei zu zeigen. Hä? Aber auch das ist wieder falsch. Der 12. Juli war auch vor dem 2. September. Dass du den YouTube-Kanal nicht kanntest, wie du im angepinnten Kommentar geschrieben hast, macht die Sache auch nicht unbedingt besser. Du solltest schon wissen, was dein Partner, den du bewirbst, so treibt. Und das wüsstest du auch, wenn du dich nur eine Minute vernünftig damit auseinandergesetzt hättest. Du bist ja so ein Fan davon, dass man Leuten schreibt. Hättest du ja bei ihm machen können, bevor du es bewirbst. Also ich hätte noch einen gesehen, wenn er gesagt hätte, yo, dieser Dilly Invest, der hat, keine Ahnung, der wollte einfach den normalen Influencer, erst ich rutsche da immer weiter weg, egal. Das Mikrofon kann man eh verschieben. Der wollte einfach den normalen Influencer-Weg gehen und wollte quasi Fashion-Content machen oder sowas. Der hat ein paar normale Bilder so mit seiner Freundin oder sowas gepostet und sonst hat er nichts online. Es gab zwar den Account Dilly Invest, aber ich wusste nicht, dass es der Dilly Invest ist, weil ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und in der E-Mail frage ich, yo, was macht denn dein Bruder für eine Social-Media-Präsenz? Und da wurde ich nicht darüber aufgeklärt, dass dieser Dilly Invest auch dieser Dilly ist. Weil dann würde ich sagen, okay, er hat sich da nicht gezeigt, du konntest es nicht wissen, quasi. Aber so denke ich mir halt, okay, was ist das dann, was für einen Typen hast du dann geglaubt, dass du bewirbst? Warum macht das jeder, der das kritisiert hat, aber du nicht? Deine Aussage im Video stimmt nicht nur bedingt nicht, sondern überhaupt nicht. Wenn wir die wohlwollendste Variante überhaupt wählen, hat Leroy sich einfach nur 3-4 Mal zufällig auf dieselbe Art und Weise versprochen und vergessen zu sagen, dass es ihm dabei um Content von Dilly auf Instagram ging. Das wäre aber auch falsch gewesen, er hat das nämlich vorher schon getan. Und selbst wenn, wäre es dadurch immer noch nicht besser. Pass mal auf, wir machen jetzt einfach mal ein Was-wäre-wenn-Szenario. Leroy sagte uns ja, dass Dilly erst mit Beginn des Gewinnspielposts damit öffentlich angefangen hat. War falsch? Wissen wir. Wir ignorieren jetzt aber mal, dass es absolut falsch war und nicht stimmt und tun kurz so, als würde es der Wahrheit entsprechen. Erstens, was bewirbst du da? Wieso bewirbst du etwas, was du nicht mal angeguckt hast? Damit das möglich wäre, müsstest du nicht nur ein Auge, sondern 3 Augen zugedrückt haben. Die von dir und noch irgendwem, dem du hoffentlich nicht wehgetan hast dabei. Ein großer Teil der Kritik rund um die Werbung, insbesondere die von mir geäußerte, war ja Verantwortungslosigkeit.
Sowas gehört mit so einer Reichweite wie du hast nicht beworben. Gerade was Krypto-Coachings angeht, muss man mehrfach hingucken, weil es in dem Bereich nun mal leider sehr viele schwarze Schafe gibt. Zumindest wenn man moralisch nicht ganz grau agieren will und keine Kritik ernten möchte, sollte man da besonders aufpassen. Selbst im Best-Case-Szenario für dich, wenn man alle anderen Tatsachen, die gegen dich sprechen, wegignoriert, war das immer noch maximal verantwortungslos. Nochmal, das Gewinnspiel kam am 2. September. Leroys Gewinnspielwerbung auf YouTube kam am 28. September. Da liegen immer noch 26 Tage zwischen. Das ist also durch die Bank egal, wie wir es interpretieren. Weder ist es richtig, noch eine Ausrede, die auch nur ein Fünkchen Legitimität hat. Falls ihr euch übrigens gerade fragt, warum ich euch ein Video zeige, in dem der Re-Upload nur als Screenshot drin ist, Leroy hat den originalen Re-Upload striken lassen. Man könnte ihm jetzt vorwerfen, dass er damit Beweise vernichtet hat, weil das wirklich wenig Aufrufe hatte und eigentlich so in dem Sinne keinen Schaden für ihn darstellt. Aber da das ein direkter Re-Upload von seinem gelöschten Video war, kann man tatsächlich von einer Urheberrechtsverletzung sprechen. Ich möchte an der Stelle übrigens mal kurz anmerken, wie unglaublich frech diese Werbung eigentlich von Leroy war. Er hat ja ein dezidiertes Video hochgeladen, in dem es nur um dieses Gewinnspiel ging und abgesehen von, oh, da gab es einen Fake-Account und die Verlosung, die ist real, hatte das Video einzig und allein den Zweck, das Gewinnspiel zu bewerben. Und diese Vorwürfe, in Anführungszeichen, auf die du eingehen wolltest, wie du im Video gesagt hast, sind wir mal ehrlich, ich glaube, wir wissen beide, dass das so eher Scheinvorwürfe waren und du gerade ganz andere Kritik an der Backe hattest. Zu dem Zeitpunkt waren die kritischen Stimmen nämlich... Und das Video war ja auch so schnell gepostet, wie es wieder weg war. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass das überhaupt existiert hat, bis ich das in den Cake News gesehen habe. Am lautesten. Und das mit, ich werde mich gleich zu Vorwürfen äußern, zu tarnen, wie du im Video gesagt hast, ist einfach nur frech. Es wundert mich nicht, dass du das wieder gelöscht hast, so schnell wie das in der Luft zerrissen wurde. Im Titel stand ja irgendwas mit wichtig. Ja, total wichtig und hihi, guck mal, mein Gewinnspiel. Aber den Rest vom Titel kenne ich leider nicht. Falls einer von euch den Ursprungstitel gelesen habt, schreibt ihn mir gerne mal in die Kommentare. Mir wurde mehrfach gesagt, dass da irgendwas mit Statement zu Vorwürfen im Titel stand und das hat er ja so auch wortwörtlich im Video gesagt. Wenn das wirklich so wäre, würde es das nochmal um so viel mehr unverschämter machen. Ich habe das allerdings nicht mit eigenen Augen gesehen, deswegen stelle ich das hier nicht als Tatsache hin. Ich bin sogar eher skeptisch. Sollte das aber so gewesen sein, uncool. Vor allem, weil das auf einem Level vermessen wäre, dass es mich richtig ankotzen würde, dass ich davon keinen Screenshot gemacht habe. Ich glaube auch nicht, dass Leroy so doof gewesen wäre in dem Moment, sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass das in der Luft zerrissen worden wäre. Ich sage nicht, dass er generell doof war, aber dieses Video so zu machen, das war halt nicht smart. Da hat er ein bisschen daneben gelangt. Wir haben uns jetzt sehr lange daran aufgehalten, ich denke, mein Punkt sollte damit überdeutlich gemacht sein. Dass Dilly da erst zwei Beiträge hatte, tut übrigens auch gar nichts zur Sache. Das erzählt er uns nämlich darauf folgend um Minute 30. Und ich fand das sowieso weird, dass er gesagt hat, yo, Dilly hat da erst so richtig angefangen damit. Ja, wobei, wenn sie jetzt sagt, okay, ich weiß, keine Ahnung, ich hätte halt gern die Seite irgendwie damals gesehen oder was er davor gemacht hat oder so. Wenn er jetzt so 100 Bilder auf seiner Timeline hat und zwei davon haben irgendwas mit Krypto zu tun und denkst dann vielleicht, okay, ja, der hat da nicht wirklich, der hat da vielleicht so ein bisschen Interesse dran, aber das war es dann auch schon wieder. Leroy merkt noch an, dass Krypto ja ein verpöntes Thema wäre. Würde ich nur halb unterschreiben. Ist halt im Sinne von Coaches, wie gesagt, verpönt, weil es super viele gibt, die da Unsinn machen. Leroy tut das aber mit, muss man ja nicht machen, ab. Zu dem Argument habe ich vorhin schon was gesagt. Damit kann man quasi alles legitimieren, was man auf seiner YouTube-Plattform so treibt. Mit der Logik könntest du jetzt zum Beispiel auch sagen, Casino-Werbung ist doch nicht schlimm, musst du doch nicht spielen. War jetzt ein tolles Beispiel, weiß ich. Es gibt halt eine Community, die finden das unglaublich spannend und traden da gemeinsam hin und her, jeden Tag rauf und runter. Und die sollen das ja machen. Man muss er redet wie so über Kinder. Ja, die sitzen da vor ihrem PC und die spielen da Fortnite und sowas. Das ist ja süß. Muss ja nicht mitmachen. So, also alle Infos bis zu diesem Punkt überspringen Meinungsblogger wie Rezo ganz gerne. Ja, was auch Nick, richtig danke ist. Dir. Es waren 2 von 2 Krypto-Beträge, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, safe. Das glaube ich eh auch. Nur, ich meine halt, vielleicht hat er damals noch 50 andere Bilder und 2 davon waren Krypto. Ich glaube es eh nicht. Ich glaube einfach, Leroy hat sich gedacht, ja, scheiß darum. Das so zu erzählen wie du, wäre falsch gewesen und hätte sogar nicht gekratzt. Jetzt erklärt uns Dilly selbst, was es mit dem Casino-Vorwurf auf sich hat. Ich habe das Video ja auch gesehen und ich muss sagen, ich musste schon fast schmunzeln, weil jeder, der das besagte Video gesehen hat, weiß, dass ich in dem Video klipp und klar gesagt habe, Leute, Casinos sind dumm, Casinos sind nur Geldverbrennerei, macht es nicht. Okay, es gibt einen Unterschied zwischen lass die Finger weg und dem, was du in deiner Telegram-Gruppe gepostet hast. Zitat, heute stelle ich euch ein Projekt vor, von dem ich persönlich sehr viel halte. Man sollte nie viel von einem Casino halten, egal ob zocken oder Anteile kaufen. Von Casinos sollte man sich fernhalten. Punkt.
Und was man schon gar nicht machen sollte, ist Links dazu posten, die darauf verweisen, während man positive Worte dazu verliert. Dann ist das nämlich Werbung für das Casino machen. Es gilt in Deutschland übrigens als Werbung, wenn du zum Beispiel jemanden auf einem Bild markierst, mit dem du ein Foto gemacht hast. Das gilt halt, sobald irgendwas Finanzielles mitschwingt. Es wurde wirklich mal ein Influencer deswegen vor Gericht verurteilt, wegen nicht gekennzeichneter Werbung, wegen einem scheiß Bild auf Instagram. Dilly sagte im Leroy-Video folgendes. Weil jeder, der das gesagte Video gesehen hat, weiß, dass ich in dem Video klipp und klar gesagt habe, Leute, Casinos sind dumm, Casinos sind nur Geldverbrennerei, macht es nicht. Ist das denn wirklich so? Hast du klipp und klar gesagt, dass das dumm ist und man das nicht machen sollte? Das sagte Dilly in seinem Video wirklich. Ich selber spiele natürlich solche Casinos nicht. Bitte macht das auch nicht. Es ist nur Geldverbrennerei. Wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr es ja machen. Also zu sagen, ey, macht das nicht, aber wenn ihr Spaß dran habt, dann macht das ruhig. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar andere Ausschnitte aus. Ja. Ja, ja, ey. Also natürlich, natürlich. Er hat gesagt, macht das nicht und so. Im Endeffekt, es geht ja darum, der Finanztrick oder was auch immer, um was es da geht, ist ja nicht, yo, geh ins Casino und fang an Karten zu zählen oder setz alles auf schwarz oder setz alles auf die 17. Ja genau, Monte hat auch gesagt, mach das nicht. Knospe auch? Wer ist Knospe? Knossi oder was? Und genau, das worum es geht ist, du sollst in eine Aktie, glaube ich, investieren von einem Casino. So war das. Und auch das ist halt dann irgendwie, oder das ist dann keine Casino, oder keine, oh ja, es ist Casino-Werbung. Du investierst in eine Aktie von, ich sag dir, yo, investier in eine Aktie von einem Casino, weil das ist gut. Dann wirbst du für dieses Casino. Nur du wirbst halt nicht dafür, dass du in dieses Casino reingehst und dein Geld dort verspielst. Aus dem Video, wenn man die gesehen hat, wirft das eh nochmal ein ganz anderes Licht auf deine halbgare Werbung. Selbst wenn es diese Ausschnitte, die ich euch gleich zeige, nicht gäbe. Naja, mit dem ganzen Verweisen darauf, was für ein tolles Projekt dieses Casino doch ist, geht's ein bisschen verschütt, meinst du nicht? Vor allem, wenn man in Betracht zieht, was du vorher in dem Video über das Casino gesagt hast. Vor allem Casino-Coins, die ein echtes Casino haben, wo die Leute auch zocken können, wo die wetten können, wo die pokern können und so weiter. Da sind die Coins in der Regel wirklich komplett abgegangen. Das ist alles zu positiv in meinen Augen. Guck mal, Knossi hat auch während der Alge 40.000 Euro zwischendurch rumbrüllt. Oh, mach das bloß nicht, auf gar keinen Fall gesagt. Dilly sagt übrigens im selben Video noch, dass er den Gründer des Casinos persönlich kennt. Was er gemacht hat, ist in der Gruppe, die direkt auf seinem Instagram-Account zur Verfügung steht, im positiven Sinne auf dieses Casino hinzuweisen und empfohlen, sich daran zu beteiligen. Es wurde verlinkt. Ich gebe ihm den Punkt, dass er nicht direkt gesagt hat, dass ihr da euer Geld vergambeln sollt, aber er hat die Seite verlinkt und das ist Fakt. Es wurde ja aufgefordert, damit finanziell zu interagieren, sich an einem Projekt zu beteiligen. Hast du gerade an deiner Shisha gezogen oder an deiner Vape, während du geredet hast? Via Token, mit dem Menschen ihre Existenz zerstören und katastrophal. Ja, bei Knossi haben so viele Leute das so. Ich weiß nicht, Knossi war einer von den Leuten, ich glaube, wenn du als Casino-Streamer so wirklich bekannt wirst, ich weiß nicht genau, was Knossi so ganz zu Anfangszeiten gemacht hat, aber ich glaube, der ist bekannt geworden viel mit Casino und sowas, weil so habe ich ihn zumindest kennengelernt, dann schauen die Leute eher mal drüber hinweg, als wenn du im Nachhinein dich ans Casino verkaufst, obwohl du eigentlich eine Community hast, die nichts mit Casino zu tun hat, so. Macht Knossi eigentlich noch Slots? Keine Ahnung. Katastrophale Konsequenzen davon tragen, ist jetzt mal am Rande gesagt auch nichts, was so toll ist. Viele Casino-Streamer, die übel dafür angegangen wurden, berechtigterweise, haben auch nicht den Link in den Chat gepostet und gesagt, hier fangt an zu zocken. Ja, darfst du ja teilweise auch gar nicht. Im Gegenteil, die haben oder ab jetzt auch oder gesagt, macht so das nicht. Man muss nicht direkt sagen, spielt da, um dafür Werbung zu machen oder um Leute da drauf zu locken. Ich kenne tatsächlich sogar keinen Casino-Streamer, der gesagt hat, zock da. Eher im Gegenteil. Trotzdem war es Werbung dafür. Man ködert Leute mit dem bloßen darauf hinweisen schon daran. Anzumerken, dass man da das Geld verzockt, macht das Ganze natürlich etwas weniger schlimm, aber nicht im Ansatz in Ordnung. Das ist spielsüchtigen Menschen bewusst und hält sie trotzdem nicht davon ab. Der Button zum Spielen ist übrigens nicht mal ein Zentimeter neben dem Presale-Knopf. In meinen Augen ist es absolut inakzeptabel. Dass Dilly den Gründer vom Casino kennt, macht es noch kritischer, finde ich. Es gab aber einen Punkt, an dem er mich wirklich verloren hat mit seiner Ausrede. Knossi hat sich von Casino distanziert, kurz bevor er eine Fernsehsendung bekommen hat. Komisch, komisch. Ich glaube, mit Casino kannst du sehr, sehr schnell vielleicht viral gehen, weil solche Clips mit heftigen Ausrastern und viel Cash und sowas, das geht herum. Okay, aber es ist halt aber nicht gern gesehen.
Und jetzt ist Knossi ist mega erfolgreich. Knossi ist extrem erfolgreich. Einer von den erfolgreichsten Leuten jetzt gerade aktuell, was so Twitch und YouTube und sowas betrifft. Deswegen ist eh klar, jetzt kannst du es halt nicht mehr machen. Dass er ja darauf hingewiesen hat, dass man sein Geld verbrennt. Ich frage dich, Dilly, wenn du so auf gar keinen Fall möchtest, dass Leute da zocken, warum sagst du dann das hier? Aber wir haben hier ein ganzes Casino, wo alles hier schon funktioniert. Wir haben hier Sportwetten, wir haben hier Poker, wir haben eine Lotterie und so weiter. Und man kann das Ganze rein theoretisch schon spielen. Warum weist du gezielt darauf hin, dass man jetzt schon spielen kann? Merkst du selber, oder? Denkst du nicht, dass solche Worte Leute dazu animieren könnten, mal selber zu spielen, mal zu gucken, wie das funktioniert und schon sind sie drin? Beißt sich ein wenig und macht deinen Hinweis komplett kaputt. Zum Glück hat der uns nicht noch obendrein erklärt, wie man überhaupt spielen kann. Wir können hier andere Token listen, beziehungsweise das Team kann okay, listen, ich bleib mal ganz kurz hier drüben. Mit diesen Token gespielt werden. Das bedeutet, die Leute müssen jetzt nicht nur mit Ether, Bitcoin, BNB und so weiter spielen. Die können hier wirklich auch irgendwelche Coins nehmen und hier an diesem Casino teilnehmen und irgendwelche Sportwetten machen, Poker spielen oder irgendwelche Casino-Slots spielen. Ja. Also spätestens jetzt sollte jeder merken, dass dieser einmalige Hinweis absolut nichts ist, mit dem man sich auch nur im Ansatz vor diesen Vorwürfen verteidigen kann. Dilly beteuert dann im Statement von Leroy nochmal, dass er es ja genauso gesagt habe, wie dumm das ist. Er hat das Wort dumm übrigens kein Mal benutzt und wiederholt das einfach noch dreimal. Aber dass er darauf hingewiesen hat, wie man das spielt, beziehungsweise dass man mit allen möglichen Coins da zocken kann und dass es jetzt schon möglich ist, das hat er nicht erwähnt. Komisch. Guck mal, ich möchte auch nicht sagen, dass ich Dilly irgendwie für einen schlechten Kerl halte. Es ist einfach ultra undurchdacht und super, super riskant, was er da macht. Ich glaube, er denkt da einfach nicht weit genug, um die Konsequenzen zu sehen. So, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er darin wirklich eine gute, also ich glaube for real, dass er darin eine gute Investitionsmöglichkeit sieht oder was auch immer. Weil wenn du Finanztipps online gibst, dann möchtest du ja auch, dass diese Finanztipps fruchten und im Nachhinein die Leute vielleicht sich so retrospektive deine Videos ansehen und sich denken, ah, okay, der Dilly hat damals gesagt, investier in, was auch immer das jetzt ist, Degen, Win, keine Ahnung, Scheißdreck Casino. Wie ist denn dann die Aktie rauf oder runter gegangen? Dann ist sie raufgegangen, dann denken sich die Leute, ah, nice, dem Dilly investiert, den kann ich vertrauen und den abonniere ich jetzt und da gönne ich mir jetzt mehr von seinem Content. Das ist ja der Sinn und Zweck davon. Ich glaube, was er da gemacht hat, ist einfach, zu sagen, wie toll das Casino nicht ist, weil dieses Casino wird irgendwann mal die Überhand übernehmen, weil das ist so toll und das ist so einfach und da kannst du mit jedem Shitcoin und sowas kannst du das spielen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber wenn du das alles halt so gut redest, dann ist es halt, wie Nero jetzt gesagt hat, relativ Wayne, wenn du dann davor gesagt hast, ja, spiel's nicht. So, es ist halt immer noch, ne, kein Aufruf darauf, da zu investieren, aber es ist zumindest so ein Anschubsen. Ah, schau mal, wie toll das hier nicht ist. Es würde mich sogar richtig freuen, wenn er das einsehen würde. Aber ob er es macht, weiß ich nicht. Er hat ja in dem Statement gesagt, dass er die Vorwürfe eher belächelt hat. Das war jetzt aber auch nur ein einziger Vorwurf und eine Kritik an dem, was in Dillys Gruppe so von sich ging. Die anderen Sachen hat er ja gekonnt wegignoriert. Copy-Trading mit dieser BingX-Angelegenheit. Oder dass er empfohlen hat, in den CGen-Coin zu investieren. Da hat Torben Platzer in meinem Video recht ausführlich was zugesagt. Ich werde euch einen Teil davon nochmal kurz einblenden. Unten läuft ein Balken ab, ihr seht also, wann der Part vorbei ist. Weshalb, wenn man jetzt den Graphen, also den Coin-Verlauf sich anschaut, man schon irgendwie an einen Pump and Dump. Sprich, man erwirbt günstig einen Coin, lässt ihn dann einfach hochhypen, zum Beispiel durch Influencer, gekaufte Presseartikel, Giveaways und verkauft dann, wenn viele Follower sich eingekauft haben. Man selbst geht dann dicken Profit raus und bei so umsatzschwachen Coins können eben auch diese kleineren Umsätze prozentual einen großen Unterschied machen. Der Rest hat dann nahezu Totalverlust. Der Coin hat außerdem kein White Paper, wie man hier sieht, sprich, es gibt keinerlei Nachweise für die Utility, also den Nutzen. Wofür braucht man den wirklich? Er ist dementsprechend auch bei keiner größeren Börse gelistet und man kann ihn nur bei Uniswap V2 erwerben. Unter Holders sieht man, dass es insgesamt gerade einmal 66 Menschen gibt, die überhaupt welche halten und eine Person hat 40% der Coins, die im Umfeld. Ja, ich glaube, das ist dann das, worauf viele Leute gar nicht erst achten. Also der 1,29% oder sowas davon hat, mit $400 da drinnen ist, der hat wahrscheinlich nur gesehen, yo, das steigt gerade mega an, perfekt. Und der Typ hat halt diesen Pump and Dump, der hat halt diese schöne Grafik bei dem Coin, andere Leute steigen ein und der sneakt sich dann all dieses Cash ab, indem er halt all seine Anteile verkauft. Indeed, Bacon und Cinderella, danke schön. Der Verlaufsrand des Graphen auch komplett nachvollziehbar und für jeden einsehbar. Am 1. Oktober wurde er hochgehypt, viele haben sich eingekauft. Ja, genau. Ein paar Stunden später ist er enorm gedroppt, weil einfach größere Summen verkauft wurden. Das gleiche passierte dann nochmal am 2. Oktober. Von dort an kam er nicht mehr auf die vorherigen Werte und schlussendlich ist er am 5. Oktober völlig abgeraucht, weil der Halter mit seinen knapp $14.000 hier, was auch die höchste Position war, rausgegangen ist. Und da muss man sagen, ist schon recht offensichtlich, wenn zweimal am selben Tag der Coin hochgeht und wieder runter, das ist kein normaler organischer Verlauf, zumal es ja auch keine Berichte oder irgendwelche Pressemitteilungen gab, die den Markt irgendwie beeinflussen konnten. Was wäre denn, wenn man auf dich gehört und
viel Geld in den Coin reingepumpt hätte. Dann wäre am 5. Oktober dein Geld auf einmal puff, weg. Ich wollte gerade nochmal den zeitlichen Verlauf deiner Posts dazu nachverfolgen, aber die Beiträge hast du ja leider gelöscht. Komisch. Ich find's ein bisschen unfair, wenn man das, wo man ein bisschen verkackt hat, einfach purged, aber die guten Sachen drin lässt. Es wäre deutlich transparenter, wenn man auch seine Fehler da lässt, wo sie sind. Nur der Post, in dem du auf das nächste Projekt hinweist. Ja, stimmt schon. Und das ist dann genau das, was ich gemeint habe. Dann gehen Leute auf seinen Kanal, schauen da durch, ah, okay, was für Tipps hat er gegeben, und es bleiben halt dann im Endeffekt, ich glaube jetzt einfach mal Nero, ja, vor einem 1,7 Millionen Publikum, ich kann jetzt nichts anderes machen. Und dann siehst du halt nur noch die positiven Trades, die er gemacht hat. Und nebenher anmerkst, dass du jetzt nicht mehr reingehen würdest, ist noch da. Ach, guck, hier sind sie ja, die Posts. Der hat wirklich Utility und mal zwei schon bei dem Projekt. Glückwunsch an alle, die eingestiegen sind. Wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Ja, wenn das... Ich bin selber mit 1.500 in dem Projekt investiert. Ui, das ist nicht gut. Erst der Anfang war, waren... Ha, die Clown-Emojis. Ein paar Tage danach aber schon das Ende und das Ende war ein Totalverlust. Wirklich Glückwunsch auch an die, die bis zum 5. Oktober nicht rausgegangen sind und dadurch das ganze Geld verloren haben. War wohl nichts mit dieser versprochenen Utility, wa? Ist das auch wirklich so? Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn da irgendjemand investiert hat, ist irgendjemand sofort rausgegangen, oder habe ich das nur so im Gefühl? Da hat auch irgendjemand ein bisschen was investiert und ein anderer hat seinen Anteil verkauft? Ich kenne mich da nicht so aus. Wer schaut denn das an? Das schaut so weird aus. Wie gesagt, wurde auch das Copy-Trading und alles andere nicht wirklich angesprochen, aber machen wir erstmal weiter im Video. In diesem Video gesagt, das kann man heute noch finden. Also halten wir fest, das Ganze ist eine Lüge. Aber stellen wir uns einfach mal vor, Dilly hätte das wirklich gemacht. Wie kann jemand wie Rezo dann öffentlich über mich behaupten, dass ich Glücksspiel- und Casino-Werbung mache? Also erstmal, nein, das ist keine Lüge in meinen Augen. Dilly hat ab dem Posten des Links zu dem Casino mit der Aufforderung, damit finanziell zu interagieren, Werbung dafür gemacht. Selbst wenn er nicht gesagt hätte, geht da rein und schnappt euch Tokens. Unerheblich, wie diese Interaktion stattfindet, ob beim Zocken oder beim Geld rein investieren, geht nicht. Das sehe nicht nur ich so, der da zugegebenermaßen etwas strenger ist bei dem Thema, ja. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass das rechtlich gesehen der Fall wäre. Würde ein redaktioneller Kontext im Vordergrund stehen, wäre das nicht so. Dilly, pass mal auf, ich wette mit dir um 1000 Euro, dass das so ist. Das meine ich übrigens gerade ernst. Wenn du dir ganz sicher bist, dass ich hier falsch liege, schreib mir, wir kontaktieren gemeinsam einen Experten und fragen den mal, wer von uns recht hat. Ich bin... Genau, der Experte kostet sich dann 1000 Euro. Bin sogar bereit, sollte ich daneben liegen, dass das auch rechtlich gesehen Werbung wäre, das in einem Video anzumerken, zu sagen, okay, Dilly hatte recht, rechtlich gesehen war das keine Werbung und dann ist die Sache ja eigentlich auch abgehakt. So, dann kommen wir aber jetzt mal auf das andere, was Leroy über Rezo gesagt hat, zu sprechen. Er fragt sich, wie jemand wie Rezo darauf kommen kann, dass er dafür Werbung gemacht hat. Das ist eine rein semantische Debatte. Dass Leroy Dilly beworben hat, ist, denke ich, nichts, über das man auch nur im Ansatz diskutieren muss. Das Ganze ist ja via Multifeed-Beitrag auf Leroys Instagram passiert und war die ganze Zeit auf seinem Profil. Und dann haben wir da auch noch das Werbevideo, welches Leroy auf seinem Kanal hochlied, auch wenn er es später gelöscht hat. In diesem Video hat er ja auch dazu aufgefordert, Dilly zu folgen. Ich persönlich, für meinen Teil, würde nicht sagen, dass er direkt Werbung für ein Krypto-Casino gemacht hat. Das habe ich übrigens so aber auch nicht ein einziges Mal behauptet. Nicht einmal. Was ich sagte, war über Proxy oder über Ecken. Proxy kommt aus der Computersprache und wird wie folgt beschrieben. Anstatt sich direkt mit einem Server zu verbinden, Server steht hier für Krypto-Casino, wird die Anfrage vom Klient über den Proxy geleitet. Hier Dilly, bevor der sie an den tatsächlichen Server weiterleitet. Heißt einfach, da war schon noch ein Schritt dazwischen. Für meinen Geschmack ist es deshalb ein wenig hart, Leroy direkte Werbung dafür vorzuwerfen. Über Ecken, ja, dieses kleine, aber feine Wort Proxy macht ja einen Unterschied in den Aussagen. Ja, es stimmt schon. Wenn ich Werbung für jemand anderen mache und der dann Werbung für Casino, dann habe ich nicht Werbung für Casino gemacht. Aber dann habe ich Werbung für jemanden gemacht, der Casino-Werbung macht. So oder so macht das die Sache nicht in Ordnung. Egal ob um eine Ecke. Gab es nicht mal einen Streamer, der einen Discord beworben hat und auf diesem Discord wurde dann Werbung für Casino gemacht? Gut, ist in dem Fall ja trotzdem nochmal was anderes, weil Dilly ja mit dem Token-Approach darauf hingewiesen hat. Ich verstehe aber, woher das kommt, wieso Leute sagen, ey, das war für mich Casino-Werbung. Ich möchte jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen. Ja, natürlich. Stellen natürlich. Wir uns eine Welt vor, in der Sneaker tragen etwas total Verwerfliches wäre. Weil, keine Ahnung. Hinterfragt's nicht, ist es einfach nur irgendwie. Ich hab deppert ein Beispiel, was kommt jetzt? Fiktives Beispiel. Und dann kommt der Deichmann her und dreht dir irgendwelche Schlapfen an. Ein Influencer bewirbt jetzt Nike. Die stellen ja neben anderen Sportartikeln auch Sneaker her, weisen aber darauf hin, dass man die nicht tragen soll, sondern, keine Ahnung was damit macht, ins Regal stellt. Hat der Influencer mit der Werbung für Nike Werbung für Sneaker gemacht, obwohl
das nur eines der vielen Produkte ist, die die Firma herstellt? Darauf könnte man antworten, dass man das ja nicht vergleichen kann, weil Sneaker ja nicht die Sparbüchse in Flammen aufgehen lassen und dich ruinieren würden. Ja, stimmt. Aber warum und auf welcher Ebene etwas verwerflich ist, hat ja keinen Einfluss darauf, was Werbung ist und was nicht. Das ändert nichts. Dass ein Host dazwischen steht, senkt die Menge der Personen, die mit Degenwind interagieren, definitiv herab. Das ist wie ein Filter, an dem ein paar Leute hängen bleiben. Ihr müsst euch aber mal kurz... Im Endeffekt ist es sowieso blöd, weil du sagst halt, yo, du möchtest ja, dass deine Zuschauer rübergehen und diesem Dilly folgen. Das heißt, sobald sie diesem Dilly folgen, sobald sie das gemacht haben, was du möchtest, bekommen sie automatisch Posts, in denen über Krypto... Sachen und so, was halt eben geredet wird. Also angenommen, ich bewerbe jetzt irgendjemanden, der, ich sag, yo, abonniert alle Orange Morange, so, auf Instagram. Und dann abonnieren ihn alle auf Instagram und dann kriegen alle von meinen Followern, die mir zugehört haben, die mir vertraut haben und sowas, kriegen dann die ganze Zeit irgendwelche Posts über seinen Lamborghini, was weiß ich, Urus und Tanzverbotsadresse und Casino. Ist das dann was Gutes? Na, obviously nicht, ne? Kurz was überlegen. Leroy hat uns gesagt, dass Dilly vor diesem Placement 500 Abonnenten hat. Nach diesem Werbegewinnspiel hat er 60.000. Bist du dir sicher, dass du niemanden dazu gebracht hast, von diesen 60.000 Leuten auf Degenwind zu spielen? Bist du dir ganz, ganz sicher? Die Pipeline ist da, auch wenn sie nur um eine Ecke geht. Und wie gesagt, ist selbst das Anteile kaufen an einem Casino für mich ein No-Go. Ey, Leroy, falls du jemals ein Comeback machen willst oder sowas, ne? Falls du jemals ein Gewinnspiel machen willst. Du beteiligst dich damit an etwas, das den Profit daraus zieht, dass Leute finanziell zugrunde gegangen sind. Oder du machst mit der... Jetzt sehe ich halt auch, das rentiert sich dann halt wirklich auch, ne? Wenn du zwei Leute hast, denen du folgen sollst und jeder investiert, keine Ahnung, 10, 15k, dann hast du gemeinsam ein Auto um 30k, aber 60.000 Follower... Das kann schon was. Beteiligung. Vor allem aktive Follower. Das sind ja Follower, die gerade eben erst frisch zu dir gekommen sind, nicht gebottet, kein gar nichts. Und Verluste, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, habe ich gerade einfach mal des Teufels Anwalt gespielt und für etwas argumentiert, was ich selber so nicht sagen würde. Ich behaupte immer noch nicht, dass Leroy direkte Casino-Werbung gemacht hat. Ich verstehe aber, wieso Leute das sehen. Meine Meinung ist ja nicht die erkorene, die goldene richtige. Es gibt einige Menschen, nicht zu knapp, die sagen, dass Kryptoinvestitionen generell bereits Glücksspiel, also Gamble sind. Und Empfehlungen für Kryptoinvestitionen somit Empfehlungen für Glücksspiel wären. Bevor jetzt die Ersten, die sich viel damit befasst haben, zusammenzucken und in die Tasten hacken wollen, dass es nur ein Trottel sagen würde, der keine Ahnung von Krypto hat, wartet mal kurz ab. Ich habe euch nämlich eine Info vorenthalten, die ich euch jetzt präsentieren will, weil das Ganze nämlich den Kreis schließen wird. Full Circle. Dilly hat uns in einem anderen Video zu Degenwind erklärt, wie wir für das Presale einzahlen können, um einzusteigen. Und da hören wir mal kurz rein. Ihr braucht eine sogenannte Web3-Wallet, also eine Wallet, mit der ihr euch im Prinzip mit Webseiten verbinden könnt. Und das ist im Prinzip hier diese MetaMask-Wallet. Ich gehe mal auf die Website von MetaMask, das ist einfach metamask.io. Das Ganze werde ich euch unten auch nochmal verlinken. Dann klickt ihr hier einfach auf Download. Dilly verweist uns hier auf die Wallet MetaMask. Die brauchen wir, um Geld da reinstecken zu können. Geld in Kryptowährungen zu investieren ist Glücksspiel, sagt der Gründer von MetaMask. Der Gründer von dem Unternehmen, Aaron Davis, auf das du verwiesen hast, ist sogar der Meinung, dass es generell Gamble ist. Er hat übrigens trotz seines Namens nicht viel mit Spider-Man zu tun. Business Insider bezieht sich da auf das Interview zwischen dem Gründer und der Weiß. Übrigens, BI ist so dermaßen FDP-Verschnitt, dass es mich schon wundert, dass sie sich überhaupt kritisch zu Krypto äußern. Im Interview mit Weiß hat der Gründer von MetaMask übrigens auch komplett davor gewarnt, Erspartes in Krypto zu investieren. Was er von solchen kleinen Projekten hält, die du da bewirbst? Naja, das kann man sich wohl denken. Das Institute of Art and Ideas sagt übrigens auch, dass Krypto Gamble in Disguise, also Verkleidung ist. In den United Kingdoms gibt es übrigens einige Politiker, die fordern, dass Krypto-Kaufen als Gambling behandelt werden sollte. Das zeige ich euch übrigens nicht, weil ich der Meinung bin, dass Krypto generell Glücksspiel ist. Ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung, die fest im Sattel sitzt. Ich möchte damit nur sagen, dass es legitim ist, dieser Ansicht zu sein und man damit definitiv nicht alleine ist. Ja, ich glaube, du könntest auch argumentieren bei solchen Sachen wie Poker zum Beispiel. Poker ist ja auch Glücksspiel, ne? Ist ja auch eine, natürlich ist Glücksspiel. Aber du kannst da deine Chancen gut beeinflussen, wenn du das Spiel einfach gut spielst. Du kannst genauso, keine Ahnung, Blackjack voll scheiße spielen. Wenn du schon auf 20 bist und er hat eine 3 aufgedeckt, dann kannst du auch nochmal ziehen. So, theoretisch, wenn du Bock hast. Deswegen,
bei Krypto-Investments kannst du dann auch argumentieren, wenn du lustig bist, yo, das kann man so und so auslegen, wenn du dich besser auskennst, dann hast du bessere Chancen dabei. Ich würde es nicht als Glücksspiel abtun. Per se, für mich sind das zwei unterschiedliche Sachen. Das ist halt generell wie Investment. Also ich mache keinen Unterschied zwischen Krypto-Investment und normalen Investments, außer jetzt bei so Shitcoins oder sowas. Ne? Das ist dann klar, das ist dann einfach Gamble mit deinem ganzen fucking Erspartem. Aber ja, es ist auf jeden Fall risky. Risky, es gibt risky. Dutzende über Dutzende Artikel dazu. Genau, unkalkulierbare Risiken. Die pro Argumente dafür liefern. Sicherlich gibt es auch welche dagegen, das möchte ich gar nicht abstreiten. Es gibt aber einen Fall, bei dem ich sagen würde, ja, in diesem Case ist das Gamble. Und zwar, wenn Leute das machen. Das ist sau smart. Einfach ein Online-Casino machen, wo man ohne Geld spielt und die Benutzer Werbung schauen müssen. Das ist richtig smart. Die keine Ahnung davon haben. Bei Experten mag das anders aussehen. Aber bei Amateuren, ja, da kann man das, finde ich, Glücksspiel nennen. Und deshalb finde ich es auch so gefährlich, dass du Dilly beworben hast, Leroy, mit deiner Riesenreichweite. Wenn Dilly das in seiner kleinen Bubble mit Interessierten, die schon lange dabei sind, machen möchte, ey, das würde ich nicht mal ansprechen. Ist mir doch egal. Soll er ruhig tun. Ich will ihm ja auch nicht seine Krypto-Coaching-Berechtigung absprechen oder was weiß ich. Die, die Ahnung haben, werden schon grob abschätzen können, wann etwas quatschig ist und wann nicht. Es gibt Leute, die sich dafür interessieren. Das steht nicht zur Debatte. Klar, offensichtlich ist das so. Aber das soll dann halt auch einfach bei denen bleiben und nicht so einem großen Publikum wie dem deinen präsentiert werden, Leroy. Du hast da Leute, die in dem Bereich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und dann Dilly als den ersten Ansprechpartner blind vertrauen werden. Weil der wurde ja von dir empfohlen. Und wir haben bei CGen gesehen, dem Coin, den er da in der Telegram-Gruppe beworben hat, dass es auch bei ihm so ein bisschen nach hinten losgehen kann, ne? Du schickst da potenziell Leute einen Pfad runter, der ziemlich düster werden kann. Um ein Fazit zu ziehen und den Punkt endlich mal abzuschließen, Amateure sollen die Finger von Krypto-Investments lassen. Ja, man sollte mit einer Millionenreichweite nichts bewerben, was in diese Richtung geht. Vor allem Amateure sollten generell die Finger von Investments lassen. Wenn du in irgendwas ein Amateur bist, dann steck nicht dein Geld rein. Steck dein Geld dann rein, wenn du dich auskennst. Wenn diese Inhalte einem zeigen, wie einfach es doch ist. Und selbst dann sei vorsichtig. Geld in diese Coins zu stecken und dafür auch noch Tutorials gegeben werden. Ich hätte mich da eigentlich auch komplett raushalten können, weil ich ja eh nie gesagt habe, dass er direkt Werbung für Casino macht. Aber das so komplett abzuschmettern, wie Leroy es da getan hat, das sehe ich auch nicht ein. Du kannst dich da einfach nicht in absoluter Unschuld waschen. Leroy schließt das mit diesen Worten ab. Das ist so ein großer Vorwurf. Ich weiß nicht, wie man das einfach so in die Welt setzen kann vor einem Millionenpublikum und diese ganze Kette, die ich gerade versucht habe zu erklären, einfach überspringen kann. Das ist unfassbar unfair. Weißt du, was ich unfassbar unfair finde? Dass du die Kette bei Rezo übersprungen hast und sagt, er hätte das einfach so in die Welt gesetzt. Das sah nämlich ein bisschen anders aus. Zuerst kam das von Torben Platzer. Ich habe die Infos zu dem Thema von ihm. Saschka hat die Infos von Torben, der in meinem Video eingespielt wurde. Rezo hat die Infos von Saschka. Und Torben hat die Infos wiederum von Rezo, genau. Auf die hat er reagiert. Wieso beschwerst du dich, dass Rezo eine Kette überspringt mit seinen Vorwürfen? Machst Ich würde sagen, man sollte nie darin investieren, egal wie gut man sich auskennt. In Krypto? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht in irgendwelche Krypto-Geschichten investiert oder so. Und selbst wenn ich es wäre, dann würde ich es euch nicht sagen. Ich würde, egal in was ich investiert bin, würde ich euch das nicht sagen, weil manchmal fragen das ja Leute dann, ne, also wo ich mein Geld halt reinstecke. Ich stecke mein Geld persönlich, das ist jetzt keine Beratung oder sonst was oder kein Ding, Schulmäuse. Rezo dann aber Vorwürfe und überspringst dabei die ganze Kette. Vertraut mir! Wieso kriegt der nur auf etwas reagiert hat, die Dresche? Wenn jemand einen Ball gegen den Kopf geschossen bekommt, der von seinem Kopf abprallt und dir dann gegen die Rübe scheppert, guckst du ja auch den Böse an, der den Ball zuerst losgetreten hat. Die nächsten Vorwürfe, die Leroy Rezo macht, finde ich etwas eigenartig. Du schaffst es, die ganze CDU zu zerstören, aber 5 Minuten Recherche zu mir, dessen Arbeit du ja wirklich sehr schätzt, die war nicht drin. Wie gesagt, das war eine Reaction. Wenn alle 2 Minuten pausiert wird, um 5 Minuten zu recherchieren, hat das nichts mehr mit dem Konzept einer Reaktion zu tun. Es wäre sinnvoller, die zu kritisieren, auf die er reagiert hat, anstatt ihn. Oder man kritisiert halt das Ganze. Fix, es hat mich auch gewundert, dass er Rezo zum Beispiel als jemanden, der eine Reaction gemacht hat, kritisiert, aber jetzt keine Saschka und keine Nero. Aber auch einen Monte, der auch kein eigenständiges Video zu ihm gemacht hat. Weil wenn du ein eigenständiges Video machst, yo, dankeschön. Valiade spendet 15 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Valiade, sehr lieb von dir, sehr lieb von dir. Sind ihm zu klein? Ja, das kann schon sein, aber das Ding ist halt, warte mal ganz kurz. Gehen wir mal ganz kurz
Einfach nur spaßhalber. Filter, Anzahl der Aufrufe, Leroy. Adele, hello. Ach so, Cover bei Leroy. Schau dich an, schau dich an. 22 Millionen, da müssen wir ein bisschen weiter runter. Ach so, da kommen die... Oh mein Gott, ja okay, da müsste ich jetzt... Kommen die ganzen Leroy-Videos. Da müsste man jetzt schauen, wahrscheinlich sind so die ersten Leroy-Videos, die halt so mit Kritik und sowas halt zu tun haben. Wirklich so da bei 1 Million. Ah, Leroy Statement, Abschied mit Ablenkung. Ja, okay, das ist das Abschiedsvideo. Gut, Sascha und sowas wird sicher auch viele Aufrufe gemacht haben mit Leroy und Nero genauso. Nero hat sicher auch ein paar 100k Aufrufe auf die ganzen Leroy-Videos. 500k, 650k, 500k, das geht schon in Ordnung. 500.000 Aufrufe geht schon in Ordnung. Konzept von Reactions, das kann man auch machen. Ich schenk's ihm sogar, dass man sich damit vorsichtiger ausdrücken sollte in Reactions. Das bekommt er von mir. Und jetzt Rezos CDU-Video, was sich auf etliche Quellen stützt, Tage, Wochen, Monate Recherche eines ganzen Teams in Anspruch genommen hat, mit einem Reaction-Video zu vergleichen, das ist halt sich wundern, dass die Knallerbse nicht genauso groß Roms macht wie der Polenböller. Oder ein Anruf oder irgendwie eine WhatsApp, ey Digi, was los? Bin da vielleicht ein bisschen verwirrt gerade. XD, lol. Ich würde ihm hier recht geben, wenn die beiden gut befreundet wären und viel miteinander zu tun hätten. Aber einem Kerl, dem man zweimal zufällig auf Partys oder was weiß ich wo begegnet ist, mit dem man sonst nichts zu tun hat, vorher zu fragen, ob man auf ein Video reagieren darf, in dem er Thema wird, nee, finde ich jetzt nicht. Wäre das ein Video auf dem Hauptkanal, ein eigenproduziertes, in dem man selbst Infos herausarbeitet, ja, und sie verifizieren natürlich, warum oder nicht? Falsifizieren will, sieht das Ganze natürlich anders aus. Aber bei einer Reaction sehe ich den Punkt wirklich nicht. Im restlichen Part rund um Rezo unterstellt er ihm noch, dass er gar nicht wollen würde, dass sich bei ihm was verbessert, weil er damit ja kein Geld verdienen will. Das ist übrigens auch eine ziemlich dicke Anschuldigung. Dann meinte er noch, alle würden ihn nur kritisieren und nie würde ihn jemand loben, was er so alles toll gemacht hat. Das habe ich zuletzt von einem anderen YouTuber gehört. Es ist im Endeffekt nicht die Aufgabe eines Kritikers, darauf hinzuweisen, was der Kritisierte sonst alles so positiv gemacht hat. Das muss man nicht tun, weil es darum in dem Moment einfach nicht geht. Aber... Ja, natürlich geht es nicht darum. Also ich glaube, ich habe auch in jeder Reaction auf... dieses Leroy-Statement oder immer, wenn ich mir das so privat angeschaut habe oder so, oder halt auch in der eigentlichen Reaction auf das Leroy-Statement, hab ich zumindest immer gesagt, und ich glaube, die meisten anderen werden das auch gesagt haben, dass Leroy wirklich sehr viel Positives halt gemacht hat und so. Und das ist halt einfach, es ist einfach schade. Die Situation ist einfach schade. Ja. Ein schöner Schritt und eine nette Geste wäre das trotzdem gewesen und ich nehme das tatsächlich zu Herzen. Nächste Mal, wenn ich einen YouTuber kritisiere, von dem ich weiß, dass er sehr, sehr viel Gutes gemacht hat, werde ich das anmerken. Einfach, weil es halt eben nett ist. Lustigerweise habe ich das sogar tatsächlich rein zufällig bei Leroy gemacht, noch bevor sein Statement überhaupt kam. Ich habe da einige schöne und positive Sachen von ihm aufgezählt, die ich gut finde und viel Lob ausgesprochen, weil ich es als äußerst positiv ansehe, dass er einige Kritik angesehen und ausgebessert hat. Er musste sich noch nicht mal dazu äußern, dass man sieht, dass er einiges verbesserte. Videos sind aufgegangen, Titel wurden verändert, war eine coole Sache. Stay war davon, wenn man mal auf den Videotitel seiner Reaction zu dem Video schaut, sogar relativ überrascht. Ich kann auch freundlich sein. Damit wäre das Kapitel Rezo jetzt aber endlich abgeschlossen. Leroy, Kurt und die verschenkten Zwiebeln. Ich kann diese Schrift nicht lesen. Wir kommen zum Teil des Statements, in dem es um Kurt Salterberg geht. Ich denke, ihr wisst, was da der Dreh- und Angelpunkt war. Mir persönlich war die Kritik an diesem Video eine der wichtigsten. Kurt hat im Interview mit Leroy Sachen von sich gegeben, wie dass die Deutschen sich im Russlandfeldzug ja nur verteidigt hätten, die Zivilbevölkerung total glücklich war, dass die Deutschen dort eingefallen sind, sie umsonst Eier und Zwiebeln bekommen hätten, weil sie sich so gefreut hätten und immer alles ehrlich bezahlten, es wurde nie was geklaut, obwohl die historischen Fakten da ein bisschen was anderes sagen und das trifft übrigens auch auf seine Kompanie zu. Ach und die Deutschen, die haben ja mal wieder von gar nichts gewusst, keine Gräueltaten mitbekommen, während der einen Satz später eine Gräueltat beschreibt, die öffentlich passiert ist und er mit eigenen Augen gesehen hat. Das Problem war, dass Leroy diese Aussagen durchgewunken und einem Millionenpublikum präsentiert hat, obwohl das nachweislich falsche Informationen über genau die Zeit der deutschen Geschichte waren, über die man doch bitte keine Falschaussagen verbreiten sollte. Im Verlauf dieses Statements sieht Leroy das allerdings selber ein und präsentiert uns eine Lösung, wie er das hätte besser machen können. Das nenne ich mal konstruktive Selbstkritik. Von daher lassen wir ihn das gleich selbst sagen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, den vorherigen Part des Statements ausführlich zu kritisieren. Deshalb ist es nur fair, euch jetzt auch zu zeigen, dass der kommende Part von ihm wirklich stark war. Lass uns weitermachen mit einem anderen meiner Fehler. Das war mein Gespräch mit einem Zeitzeugen der Zeit.
erstmal stark, dass du das von vornherein als Fehler betitelst. Zeitzeugen der Zeit. Rechne ich dir an. Ist cool. Leroy redet jetzt darüber, dass er das, was die Menschen damals erlebt haben, die persönlichen Geschichten festhalten wollte, solange es noch nicht zu spät ist. Da hat er recht, es ist wirklich interessant und auch wertvoller Content, wenn nicht sowas passiert wie da. Ich habe in meinem letzten Video übrigens gelobt, dass er dieses Video hier gemacht hat. Er hat damit auch der Perspektive der Opfer des Regimes Bühne geboten, um zu schildern, was sie damals alles durchmachen musste. Sogar innerhalb meiner Initialkritik merkte ich an, dass es cool wäre, wenn er sowas doch auch mal tun würde. Das ist passiert und ich möchte das hier wirklich nochmal lobend herausstellen und euch dazu auffordern, euch das Video anzuschauen. Genau das sind die Interviews für... Oha, bitte fix diese Rollos, die du da hinten die hast. Die ich Leroy auch abonniert hatte. Ist ein wertvoller Beitrag und man kann den Leroy nicht mehr wegnehmen. Verlinkung ist natürlich in der Videobeschreibung. Schauen wir uns mal an, was Leroy zu seiner Verteidigung für die Fehler, die er im Code-Video gemacht hat, zu sagen hat. Wo lag nun mein persönlicher Fehler bei dem Video? Es gibt Menschen, die erwarten tatsächlich, dass ich einen 100 Jahre alten Mann, der mich zu sich nach Hause einlädt, in die Mangel nehme und ihn für seine Taten verantwortlich mache. Am liebsten sogar direkt einsperre. Bei aller Liebe, aber das ist Bullshit. Ja, aber so war es halt nicht. Und genau das ist halt das, was ich gemeint habe. Aber wenn er das halt so argumentiert, warum hat er das Video dann runtergenommen? Weil ein Punkt bei dem Video war ja, dass es Clickbait war. Weil da stand ja, yo, er hat Hitler beschützt. Und in Wahrheit war er der Soldat in einer Kaserne, wo der Typ eben das ein oder andere Mal vertreten war und er hat kurz mit ihm geredet für so ein paar Minuten oder so. Denn dann würde so ein Gespräch überhaupt nicht zustande kommen. Ja, kann ich voll nachvollziehen, was Leroy da sagt. Es gab wirklich einige Menschen, die es am liebsten gesehen hätten, wie er ihn richtig in die Mangel nimmt. Kann ja, gut. Aber das war nicht der Main-Kritikpunkt. Irgendwo nachvollziehen. Hier muss angefügt werden, wer mein Video dazu gesehen hat, der hat auch gesehen, dass ich bereits Skrupel hatte, Kurt wirklich doll für das Gesagte anzugehen und etwas milder war, weil ich nicht verbal auf einen 100-Jährigen eindreschen wollte. Und das, obwohl es halt ein No-Go war, was er da vom Stapel ließ. Ich saß nicht mal in Persona neben ihm. Beim besten Willen kann ich auf menschlicher Ebene komplett nachvollziehen. Es hätte eine andere Lösung geben müssen und die serviert uns Herr Matata nun auch direkt. Was hätte aber passieren müssen? Ich hätte im Nachhinein nochmal selbst aufs Video draufschauen müssen und an gewissen Stellen vielleicht nochmal nachträglich einhaken müssen oder das Gesagte so ein bisschen einordnen sollen. Und das nicht gemacht zu haben, das war mein Fehler. Jo, erneut bekommst du Lob von mir dafür, dass du es eingesehen hast. Das wäre die perfekte Lösung für das Problem gewesen. Das nicht gemacht zu haben, war ein dicker Fehler, den man kritisieren muss. Da er das jetzt aber eingesehen hat und nicht mal darüber diskutiert oder irgendwie versucht, das zu beschönigen, sehe ich gerade null Grund, ihm das auch nur noch im geringsten vorzuhalten. Er hat das Video mittlerweile sogar runtergenommen und auch das sollte man ihm positiv anschreiben. Starker Schritt von dir. Ich muss mir mal ein anderes positives Satzverstärkungswort als stark überlegen. Strong. Außerdem sieht Leroy noch einen weiteren Fehler ein. Außerdem stand im Titel, dass er der Leibwächter von war und nicht die Wache, was eigentlich richtig gewesen wäre. Und das nicht richtig zu schreiben, war natürlich auch falsch. Also er war nicht der Leibwächter an der Seite, sondern er hat bewacht. Ist jetzt auch nicht zu 100% akkurat, aber da er das Video runtergenommen hat und so oder so Einsicht zeigte, ist es völlig irrelevant. Ich winke das mit einem anerkannten Nicken durch. Im nächsten Part geht es um das Video mit Michael, dem Hundefreund, Montana Black, Benjamin Blümchen, das Ex-Muslimer-Video, den Beinverlängerungs-Hampelmann und noch einiges mehr. Bleibt gespannt. Tschüss. Steppert, ja, was geht ab? Ich drehe jetzt Vollgas die Musik auf. Stabiles Video. Halt die Tür zu, Alter. Aus einem einstündigen Statement hat er eine 1 Stunden 16 Part 1 rausgehaut. Das musst du auch mal machen. Was für ein Jahresende-Special von Jut Nerzo. Shoutout an seinen Cutter, dessen Finger wahrscheinlich immer noch am Glühen sind von der ganzen Geschichte. Na, heftig.